Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Teil des One-Shots, das ewige Feuer. Und da ist unser Host, unser Spielleiter, der Stefan. Oh, wunderschön. Möchtest du vielleicht die Vorstellung weitermachen? Nö. Das wäre sehr lieb. Och, bitte. Ach, warum denn? Na gut. Du machst das so gut. Okay, heute mit dabei die Minara als Jana. Hallöchen. Steffi, helf mir nochmal auf die Sprünge. Ja. Kaliane. Danke. Eliore als, als Lukas oder andersrum. Lukas als Belio. Jonas als Aquariel. Wanderisch ist der Kevin. Und, guten Tag. Roms. Hier bitte auch noch. Ich glaube, das dürfte dann unser Jan sein. Ja. Ja, dieses anderthalb Shot, one and a half Shot. Fangen wir bei einem One-Shot mit was ganz seltsamem an, einer Zusammenfassung. Wer möchte? Jeder einen Satz. Okay, wir waren in einer Hauptstadt, deren Namen wir alle vergessen haben. Dort im palästlichen Kerker und man hat uns zum, Thronsaal, wie auch immer, geführt und dort eine Unterredung mit den beiden, wie hattest du es genannt, Protektoraten zu führen. Ach du Scheiße. Ich muss mal eben ans Telefon gehen. Jo, die eigentlich ein siamesischer Zwilling sind. Genau. Diese haben uns dann mit einem goldenen Reif und einem, wie hatten sie es genannt, einer Gemeinschaft belegt? Ja. Ja. Also, wenn einer von uns irgendwie Scheiße baut, leiden die anderen mit. Und wir sollten nicht zu sehr weit auseinander gehen. Und sollen irgendwie nur ein kleines Feuer holen. Ein kleines elementares Feuer. Ja. Wieder da. Genau. Dadurch sind wir durch die Wüste geflitzt mit einem Wüstenschiff. Weil Wasser ist ja sehr, sehr selten. Und haben dort eine Wüstenrose bekämpft. Roms hat gute Arbeit geleistet. und sind jetzt inzwischen in der Nähe des Feuers an einem Plateau, das von einem Netz einer großen Feuerspinne umfasst ist, umwoben ist. Bedeckt. Genau. Die Spinne hat unsere Magierin vom Himmel geholt. Das andere Geflügel liegt unter dem Netz. Na, im Netz. Es klebt im Netz. Genau. Es liegt unter der Spinne. Genau. Roms hängt gerade mit einer Hand an einem dieser Feuerspinnenweben, ist aber dank Wanderisch selbst glühende Lava. Genau. Habe ich irgendwas Wichtiges vergessen? Jana steht, glaube ich, noch bei dem Wasserfass und Lukas hat die Spinne halt mal eben in ihr eigenes Netz gedrückt. Ja, genau. Mit drei Wunden. A little bit elfisch. A little bit elfisch. Elfischer Kampfmagier halt. Genau. Ja, und damit beginnen wir eigentlich sofort wieder mit einer Kampfrunde. Ja, ich habe da sogar mal was vorbereitet. Diana mit einer Pick 8. Mhm. Der Roms entweder mit einer, wahrscheinlich wird es die Pick 3. Gucken wir mal. Nein, es wird der Joker. Oh. Den darfst du behalten, ne? Ja, den Joker darf ich behalten. Okay. Die Steffi mit einer Herz 7. Mhm.
Für den Lukas habe ich ein Herz 10. Für Wanderisch habe ich eine Kreuz 4. Oh, gut. Und eine Karo 4, danke. Karo 4 für den Mann unter dem Netz. Und nochmal kurz. Für den Vielbeiner auf dem Netz eine Karo 8. So, jetzt du, Kevin. Deine Hände gelten die als natürliche Waffen? Natürlich. Ach, weiß. Alles klar, mehr wollte ich nicht wissen. Das hast du beim letzten Mal schon gefragt, aber ist ja 14 Tage her. Ja, eben, ich war mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich war noch gefangen im Spinnennetz, ne? Das ist korrekt. Genau. So, ich muss mir mal meinen Charakterbogen rausholen. Ich darf ja anfangen. Also, ich werde mich. Gott. Was habe ich denn da eingetragen? Gut, dass ich das nicht lesen kann. Achso, das soll W12 heißen. Okay. Ja, ich werde mich wohl von diesem Faden losreißen müssen, weil ich ja weiter Richtung Spinne will. Also reißen wir den durch und gehen halt weiter Richtung Spinne. Denk dran, dass seine Robustheit erhöht ist, ne? Ja, auf W12. So, ja, gut. Stefan, was soll ich machen? Kämpfen oder stärken? Naja, ich denke, zu dir würde eher Stärke passen, oder? Ja, sagen wir so, es macht keinen Unterschied. Das sind immer die Aussagen, die ich so hasse. Aber ist in Ordnung. Reicht mir eine 11? Die Frage müsste ich dir stellen. Reicht dir eine 11? Ja, eine 11 reicht mir. Da muss ich mal gucken. Moment. Na gut. Ja, sie reicht dir. Das sag ich doch. Du hast dich befreit. Komme ich dann in Richtung Spinne? Wahrnehmung ist eine freie Aktion, oder? Muss ich jetzt eben fragen. Das kannst du sagen, wie du möchtest. Ja, mach mal eine Wahrnehmung. Dann mache ich mal eine Wahrnehmung. Die ist nicht ganz so hoch. Gott, habe ich Minus auf Wahrnehmung? Nein, habe ich nicht. 12. Okay, also das gesamte Netz ist im Endeffekt wie eine Art Labyrinth. Du könntest dich bei deiner Größe auch wahrscheinlich vorsichtig bewegen, ja? Oh, dann werde ich das tun. Aber du wirst diese Runde nicht an sie rankommen. Dann werde ich wohl nächste Runde an sie rankommen. Ja, das wird wohl so sein. Ach, schade eigentlich um den Joker. Okay, ich war dran. Dann ist danach der Billy Joker dran. Ja. Was macht man? Lebt das Viech eigentlich noch? Lebt das Viech eigentlich noch? Ja. Dann möchte ich erstmal abwarten.
Okay. Dann wäre Diana dran. Die beim letzten Mal schreiend weggerannt war. Genau. Ja. Ein Hoch auf reales Leben. Gilt es als freie Aktion, wenn ich einen schon gezogenen Dolch mal eben in das Wasserfass tauche? Ja. Oder es... ja, ja? Du bist ja direkt daneben. Gut, dann würde ich das nämlich tun und zu unserem eingewickelten Geflügel weiblicher Art gehen und versuchen, die rauszuschneiden. Ja. Okay. Ja, dann mach das mal. Was darf ich würfeln? Oder mache ich das einfach? Ich denke mit dem Dolch. Ja, doch. Okay. Dann schneide ich mich frei. War nicht vor dir dran, ne? Nein. Ja, du wirst aber, also die Runde wirst du dafür aber brauchen. Ja, ja. Das ist auch alles, was ich machen wollte. Sie da rausholen. Okay. Und Goliaths Kind ist dran. Ich suche nur gerade was. Gott. Ich kann nicht würfeln, das ärgert mich gerade massiv. Soll ich dir irgendwie zur Seite stehen? Wenn das jetzt hier nicht klappt, ja. Ich hatte eben das Würfelprogramm auf, aber... Wir lassen einfach Lukas würfeln. Wenn er euch umbringt... Für jeden von euch, den er umbringt, bekommt der Charakter von Lukas ein Benny. Juhu. Ich bemühe mich. Zählt das auch, wenn er sich selbst umbringt? Dann kann ich doch keine Bennys mehr bekommen. Ja, wer weiß, vielleicht kannst du dich mit jedem Benny einfach wiederbeleben. So, Benny-Maschine. Genau. So, dann wollen wir mal. Okay, wunderbar. Ach verdammt, er kann doch selbst würfeln. Ja, das gefällt mir. Also, Moment. Also Jonas hängt im Netz und du bist im Labyrinth. Also die beiden, also Jonas und Roms, werden jetzt von einer absoluten Dunkelheit eingeschlossen. Mhm. Und für alle Außenstehenden hat sich jetzt eine riesige, oh, fast kugelförmige Schwärze um die Spinne ausgebreitet. Also wirklich eine schwarze, dicke Kugel sozusagen. Bringt auch kein Roms Feuer, verwirrt. Also kein... du siehst auch kein, kein Feuer, also keine glühenden Fäden mehr. Roms, du kannst doch deine eigene Hand vor Augen sehen und das war's. Ja, die sollte er sogar relativ gut sehen, so wie der leuchtet. Ja, ja. Das war's. Und Goliaths Kind ist fertig. Okay, dann ist die Steffi dran. Ja, die Steffi versucht sich natürlich, unterstützt natürlich Jana, indem sie sich natürlich auch versucht zu befreien. Mach mal Stärkewurf. Plus 4. Also, ja, doch. Dann brauche ich sogar das Plus 4, die Plus 4. Also wenn du es jetzt selbst mit Schnitzeleien am Messer nicht schaffst, dann kann ich dir auch nicht mehr helfen. Also 9. Ich hab's klar geschafft. Bist du sicher? Ja.
3d9. Ja. Schau mal bei. Oh. Ja. Hat gepasst. Diese Fäden zerreißen und lösen sich im Endeffekt in so eine Art, ja, Funkengewitter auf. Ja, dann trete ich mal zur Seite, ne? Und danke, Jana, für die Hilfe. Gut. Als nächstes wäre das andere Geflügel dran. Ich möchte versuchen, mich zu befreien. Mit allen Körperteilen. Ja. Einen massiven Stärkewurf, würde ich mal sagen. Lukas, du sagst Bescheid, wenn du unterbrechen möchtest. Oder dazwischen handeln möchtest, ne? Ja, ja, massive Stärkewurf. Ah, ja. Ist es eine 5? Reicht dir die? Ja. Achso, nur zur Information, ne? Ich hatte einen Benny und einen Joker, damit kriegen wir jeder einen Benny, ne? Ja, ja, achso, ja. Ja. Aha. Ich nicht. Genau. Wir als Spielergruppe, wenn ein Spieler einen Joker kriegt, bekommen einen Benny. Macht des Jokers. Neue Regel. Will ich euch nicht vorhalten. Ja, also du zerreißt auch das, was dich festhält. Ja, und du stürzt etwa 2 Meter durch die Schwärze, bis du unten aufklatscht. Vor die Wand gefahren, das Gefühl. Du bist jetzt frei und bist in einer völligen Dunkelheit. Okay. Ich bleib mal auf dem Boden liegen. Wer ist dann dran? Dann ist Meister dran. Meister, ja, ich sehe nichts. Augenblick, warte mal. Möchtest du mir ernsthaft mitteilen, dass Kevin als allerletztes dran ist? Ja. Ich habe nur eine 4 gekriegt, ne? Eine 6. Die sind jetzt kaputt. Ich sehe schon. Die Runde ist im Untergang geweiht. Kevin hat nur eine schwierige Karte bekommen. Hallo. Was regt ihr euch denn so auf? Ich bin Magier und ich muss nicht als erstes dran sein. Ich stehe nicht mehr vorne und klopp mich. Du musst es nur aufräumen. Was macht bei dir sonst? Ich zauber eine Runde. Mit einer, ja. 15. Uff, ja. Guck mal bitte jetzt deinen Arm an. Der wird gerade ganz lang und ganz spitz. Du machst jetzt +4 Schaden für die nächsten 10 Runden. Okay. Viel Spaß, weiter geht's. +4. Ach so, alle anderen, die gerade in meiner Umgebung stehen, stellen fest, dass das rostige, krumme Säbel, was ich gerade dabei hatte, auf einmal auch ziemlich lang und ziemlich glühend und ziemlich spitz ist. Ich muss jetzt mal eben kurz Jörn fragen. Bitte. Er sieht dich nicht. Aber ich weiß ja, wo er steht. Ich weiß nicht, was der Zauber sagt. Naja, die Frage ist, ja gut, mit der 15 wird er dich getroffen haben, aber theoretisch hätte es auch sein können, dass er dich nicht trifft, oder? Das ist richtig. Und dann hörst du die Spinnenbeine so klackern. Nette Idee. Lang und spitz ist nur der Arm. Ja, die hat 8 davon. Nein, Chatfrage. Eben, erinnerst du dich an die ganze Geschichte mit Samwise? Ja, ist in Ordnung. Okay, ja. Dann wohl eine neue Runde.
Genau, eine neue Runde, ein neues Glück. Die Jana hast, mit einem Karo Buben. Hast du Lukas Karte mit eingemischt? Natürlich. Okay. Ich mit einem Kreuz König. Oder eine Kreuz 9. Wir nehmen ausnahmsweise mal Kreuz 9. Dafür kriegt die Kreuz 8 die Steffi. Der Lukas muss mit einem Karo König. Nein. Ich warte immer noch der ab. Der wartet ab. Da muss Wanderresch mit einem Kreuz König leben. Ja, wie schlimm. Einen, ach, komm hier, Clubs, Pik, danke. Space, Bitte. Ace of Space und so. Bitte. Buben. Und die Spinne, ganz deutlich, mit einer Herz 6 am Schluss. Okay. So, großer Magier. Oh, ich bin tatsächlich als Erster dran jetzt. Oh, Es sei denn, Lukas möchte was machen. Ja, nee. Ja, nee. Sag mir mal noch mal, was alles so in der Umgebung ist, bitte. Was in der Umgebung ist. Also ihr befindet euch im Endeffekt auf dem, naja, du würdest sagen, ehemaligen Dorfplatz. Also du hast halt diese großen versteinerten Bäume allgegenwärtig um dich herum. Dementsprechend jetzt auch versteinerte Hütten. Und der gesamte Platz ist im Endeffekt von Dach über die Bäume halt mit diesem Spinnennetz komplett eingefasst sozusagen. Und in der Mitte des Dorfplatzes war das, was ihr gesucht habt. Okay. Augenscheinlich. Wo sind die anderen ungefähr? Gut, also Roms und Jonas siehst du gerade nicht. Die sind irgendwo in dieser schwarzen Sphäre. Jana ist gerade dabei, das andere geflügelte Wesen zu befreien. Was sie geschafft hat? Genau. Ja gut, wo du bist, musst du mir sagen, aber vor dem Netz. Und wo der Mann mit der ehemals rostigen Klinge steht, muss er dir sagen. Aber auch halt vor dem Netz. Ja, wo ist die Spinne? Die macht nichts im Moment, ne? Da ist ein großes, schwarzes Dings. Kugelgebilde. Vielleicht ist sie da drin. Oder ja, dahinter. Wo die vorher lag. Okay. Möglicherweise. Dann möchte ich Wasser verbessern, zaubern. Die Spinne ist auch in dem in der Kugel mit drinne quasi. Oder zumindest sieht es so aus. Habe ich das gerade richtig verstanden? Ja, von ihr ist diese schwarze Sphäre ausgegangen. Ah, alles klar. Okay. Dann würde ich jetzt versuchen, Waffe verbessern zu zaubern auf meinen Speer. Den hatte ich, glaube ich, in der Hand. Okay. Eine 4. Ja, gibt das plus 2. Okay. Gut, dann ist Lukas fertig. Wanderisch. Ja. Kann ich die Flamme irgendwo sehen? Nee, also sie ist für dich hinter dieser schwarzen Sphäre. Ja, also von deiner Position aus kannst du sie nicht sehen. Kann man drum rumlaufen oder ist sie so groß, dass sie das unmöglich macht vom Durchmesser her? Um die Sphäre? Ja. Mach mal einen Wahrnehmungswurf. Och, Wahrnehmung kann ich doch nicht. Oh, doch. Wie er das bei jedem Charakter sagt, ne?
Ja. Vor allem, bei jedem da ja jetzt Wurf. Wahrnehmung ja eine Grundfertigkeit ist. Also. Und W4 reicht ihm ja eigentlich, oder? Ja, Entschuldigung, ich habe nur ein W4 plus 2 in Wahrnehmung. Oh. Dann habe ich eine 5. Ja, auch dir wird klar, dass man, naja, das ist ein Labyrinth, dieses Netz. Man wird sich da durchschlängeln können. Und du bist ja auch sicher, dass du wahrscheinlich um diese Sphäre drumherum kommen wirst. Dann mache ich mal einen auf Buschkrieger und metzel mich mit meinem Schwert mal so Richtung Sphäre, an der Sphäre vorbei, da wo mal die Spinne war. So langsam und vorsichtig heran in die Richtung. Also du willst quasi genau straight auf die Mitte der Sphäre zu, oder was? Ich würde eher versuchen, außen drum rum, ob man da vorbeikommt, aber schon die Sphäre im Blick behalten, falls da mit irgendwas passiert oder da irgendwas rauskommt. Also durch das Labyrinth wirst du bestimmt 3 oder 4 Runden brauchen, dann, um auf die Rückseite zu kommen. Aber das Labyrinth besteht doch nur aus den Fäden, oder? Ja, ja, aus dann, glühenden, klebrigen Fäden, genau. Ja, dann versuche ich die mit meinem Schwert freizuschneiden, mir den Weg quasi. Okay. Ja, dann brauche ich mal eine Kämpfenprobe, ne? Eine Kämpfenprobe will er jetzt auch noch haben. Kannst du das denn? Ja, das kann ich. Bist du sicher? Ja. Das ist eine 12 auf Kämpfen. Das ist eine 12 auf Kämpfen. Eine 12. Reicht die? Ja. 12. Die 12 reicht mir gegen das Netz. Na dann, wollen wir mal schauen. Nee, oh. Seit wann hat ein Netz ein Wild Die? Aber die Hälfte davon stimmt schon. Du kannst dich deine volle Bewegungsweite durch dieses Netzgewirre achsen. Schwerten. Säbeln. Haxen. Egal. Macheten? Ja, von mir aus auch das. Gut, dann wäre jetzt als nächstes der Jonas dran. Ich habe ja da, wo ich runtergefallen bin, vorhin ein Loch reingeschlagen. Da möchte ich doch bitte versuchen, an diesem Loch wieder nach oben zu steigen, zu fliegen. Du siehst nur nichts, ne? Ja, ich versuch's trotzdem. Ja. Mhm. Geschicklichkeit minus 6 oder sowas, ne? Oh, also mindestens. Also muss jetzt definieren, wie groß das Loch ist für seine Schwingen. Naja. Er sieht nichts, das kommt auch noch dazu. Es ist halt ja. Zappenduster mit minus 6. Ja. Also er könnte. Und wie gesagt, so ruft der klebrige, feurige. Jörn, bist du für uns oder gegen uns? Also ich hätte fast eine minus 10 gesagt, bin aber. Ich bin auf Regelseite. Aha. Ich hätte eine minus 10 gesagt. Ich glaube, ich. Hm? Das kam jetzt hier nicht ganz an. Ich glaube, das überlege ich mir dann doch nochmal. Vielleicht versuche ich auch einfach nur auf dem Boden Richtung Platzende zu krabbeln. Ja gut, das ist deutlich einfacher. Das ist eine minus 6. Auf was? Geschicklichkeit. Es sei denn, hast du Akrobatik oder sowas? Ja, wobei, das wird dir da nicht helfen. Ich habe jetzt eine 10 gewürfelt.
Das ist eine 4. Huhu. Ist ein Erfolg. In welche Richtung wolltest du krabbeln? Richtung Platzende. Okay, also du durchstößt tatsächlich nach Krabbeln und immer mal vorsichtig die Hände so vor, ob es irgendwo warm wird und Flügel einziehen und bangen und beten tatsächlich. Nach vielem Schwitzen diese Dunkelheit. Und ja, befindest dich jetzt halt auch innerhalb dieses Netzlabyrinths. Aber eben, du kannst wieder sehen. Ach, das ist doch schon mal was. Gut, Jana. Ich warte erstmal ab. Jana wartet ab. Roms. Was macht Roms? Roms ist Roms. Roms. Roms sieht zwar nichts, aber er weiß immer noch, wo sein Ziel war. Da will er hin. Und zuschlagen. Okay. Ich gestehe dir erstmal einen Wahrnehmungswurf zu. Minus 6. Minus 6? Na gut. Klar, ist so dunkel. Krieg ich hin. Warte. Mach mal. Ich werfe mal einen Benni. Man will ja wenigstens mit einem positiven Ergebnis rauskommen. Guck mal, 2 Sechsen. 1 oder 2. Ich glaube, ich nehme die 2. Okay, also du weißt, wo du hin willst, aber du hast dir leider nicht gemerkt, wie wahrscheinlich dieses Labyrinth aussehen wird. Das ist mir egal. So rohe Kräfte und so. Ja gut, also willst du gerade durch? Ja. Yep. Okay. Ja, dann ist das zumindest mal festhalten. Tja. Ich habe einen Stärkewurf dagegen. Ja, nächste Runde. Hey. Nee, stimmt, du kannst dich ja direkt durch. Ja, versuch's. Ich bin Verteidiger, ne? Ja, ja. Sag mir mal, wie viel? Ja, mir reicht das. Was ist das? Na, eins. Okay. Dann reicht mir die 5. Ist, glaube ich, schlecht gewebt. Da zieht sich jetzt ein so ein Faden raus. Da reißt er einmal dran, dann macht das ganze Netz einfach plöpp. Flupp. Okay. Ja. Haben wir das durch? Dann bin ich. Wer ist da? Steffi, oder? Ja, es sei denn, Jana möchte noch eingreifen. Nein. Ich sehe die Spinne, ja? Nein. Du siehst eine schwarze Wolke. Naja, ich bin Sphäre. Auch in der schwarzen Wolke. Ich sehe die schwarze Sphäre, ja? Die Spinne. Gut. Naja, du siehst nur eine schwarze Kugel. Okay, dann mache ich ein Geschoss. Sehr schön. Was habe ich denn hier auf mein... Okay. Ey, Würfel, hau nicht ab. Tja. Werfe einen Benny. Okay. Weil mit einer 3 komme ich nicht weit. Während du dann noch würfelst? Ich komme, ja, danke für den Follow. Ah.
Okay, also ich habe jetzt eine 8, dementsprechend eine Steigerung. Ach, ist das schön. Und dadurch, dass ich ja Geschosse mache, mit einer Steigerung, 3W6. Ach, was schießt du denn, Steffi? Du. Auf die Sphäre. In der Hoffnung, dass ich die Spinne treffe oder die Sphäre damit durchstoße. Also, was willst du wirklich treffen? Willst du die Spinne treffen, dann ist das mit minus 6, ne? Nee, ich will die Sphäre treffen. Okay. Ey, fuck. 6? Schaden. Ja. Also die Sphäre triffst du einwandfrei. Mit einem richtig schönen, tollen Lichtstrahl. Der wunderbar in dem Schwarz eindringt, verschwindet und irgendwo hinten wahrscheinlich wieder rauskommt. Okay. War ein Versuch wert. Schade. War auch ein toller Effekt. Spinnchen. Es sei denn, Jana möchte unterbrechen. War noch nicht. Gut. Ich sehe nichts, ich habe keine Flügel. Ich bin Nahkämpfer. Bringt gerade irgendwie wenig. Okay. Ja, okay. Ich habe meine Aktion begangen. Du hast deine Aktion begangen. Okay. Hört sich schon wieder so fies an. Das heißt, er hat mich nicht angegriffen, sonst hätte ich das gemerkt und alles ist gut. Er hat halt irgendwas gemacht. Jana, möchtest du irgendwas machen? Oder weiter abwarten? Ich warte weiter ab. Okay. Ich sag Bescheid. Ich sag Bescheid, wenn ich das mache. Dann gibt's für Ramos entweder ein Herz 4 oder ein Joker. Bennys für alle. Hör mal. Heute hast du es aber auch. Spendierhoden an. Roms ist hier irgendwie der Joker-Leader, oder? Heute ja. Steffi. Hattest du nicht vorhin... Dich ja, beschwert, okay, dass du nur noch 3 Bennys hast? Ich muss ja dagegen arbeiten, ne? Ich wollte es nur sagen. Lukas, leider eine Pick 3. Ja. Ach Gott. Ganz so. Kevin, leider eine Karo 3. Ich möchte gerne einen Benny einsetzen und eine neue Karte ziehen. Alles klar. Dann kriegst du eine Herz 2. Nicht, dass ich wüsste. Das war mir jetzt neu, dass das geht. Neue Regeln, es geht. Dann habe ich jetzt halt eine Herz 2. Aber du musst halt die neue Karte nehmen. Schön zu wissen, dass das geht. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Die Karo 7 für den Jonas. Und Spinnchen ist mit einer Kreuz 6 dran. Ich kann da von Benny ausgeben für eine neue Karte? Ich kann gerne nochmal nachgucken, aber ich meine, das geht. Das wären jetzt die neuen Regeln. Das ist jetzt nur für mich zur Regelerklärung. Ja, ich gucke eben gerade nach. Ich suche gerade. Immer noch Talente, Aufstiege. Ach, was würde ich geben über eine gedruckte Version? Sind die noch nicht raus? Opfere deinen Drucker. eher Anfang September. Nice. Ja. Tatsache. Bennys verwenden. Eine Eigenschaftsprobe. Welche wiederholen. Sind? Erholung vom Angeschlagensein. 89 bzw. 90. Schaden wegstecken. Eine neue Karte ziehen. Ja. Schadenswurf wiederholen. Machtpunkte zurückerlangen. Die Geschichte beeinflussen. Okay. Ja. Gut zu wissen. Ja. Aber Benny, dann können SL und Spieler Bennys für zusätzliche Karten ausgeben, so oft wie sie wollen und aus ihren Karten auswählen. Ich hätte das auch an dieser Stelle noch gar nicht machen dürfen. Ich darf das erst machen, wenn alle ihre Karten haben. Naja. Dann dürfte ich eine neue ziehen und dabei gelten Sachen wie schnell oder kühler Kopf gelten dabei nicht. Naja. Ah, okay.
Also bleibe ich jetzt bei der Karo 3. Genau. Okay. Habe ich halt nur noch 6 Bennies. Auch nur noch 6. Lass mich raten, der Charakter hat Glück. Ein großes Glück? Nee, nur Glück. Nur. Mhm. Ja. Okay. Wer ist dran? Roms. Roms. Roms möchte Spinne angreifen. Dann tu das. Lass mich raten, mit minus 6. Ja. Werf mal einen Penny. Mit 4 kam ich nicht so weit. Ja, guck mal. Minus 6 ist immer noch eine 4. Okay. Dann kannst du gleich mal einen Stärkewurf machen, wegen Verheddern. Ja, das kriege ich hin. Der liegt bei 9. Naja, Moment, ich war ja der Angreifer, ne? Entschuldigung. Ich lasse die 9 trotzdem stehen. Erstmal. Ich hab's verdoppelt! Eine 2. Wow. Ja. Okay, die 9 reicht. Mächtige okay, 2. Mit was auch immer du angreifst. Mit meinem Spitzenarm. Du durchtrennst Luft. Ja, du durchtrennst Luft. Okay. Gut, gut. Wenn doch mal einer der Magier nur irgendwie Licht zaubern könnte. Wenn einer der Magier den Zauber hat, gerne. Okay. Wieder ein Joker umsonst verpasselt. Dann Steffi. Ja, also nachdem ja dann halt das mit dem Licht da nicht so funktioniert hat, wie ich das so machen wollte, was ich sehr schade empfand, sehr zum Kotzen und ich nicht weiß, wo in der Sphäre meine Gefährten sind und ich leider keinen Flächenschaden machen kann, so schade es auch ist. Besser so. Ja, genau. Ja, überlegt doch. Sie... Ja. Ich bin lebensmüde, aber... Nein. Ich halte mich für stark genug, mach doch. Ich vote für Jörn. Ich glaube, den Steinele kriegst du nicht so schnell kaputt. Okay. Ja, das ist richtig, aber ich habe da ja auch noch so meinen geflügelten Freund. Der und ist außerhalb. Ach, der ist außerhalb? Der ist außerhalb der Sphäre, ja. Mir ist nicht klar, dass er, ob sie ihn sieht. Ich glaube nicht. Der ist irgendwo rausgekrabbelt. Irgendwo hinter dem schwarzen großen irgendwas. Ja. Soll ich, soll ich nicht? Das könnte man ja mit dem Wahrnehmungswurf klären. Ja, das könnte man klären. Also ich sag mal, ja, das Ding ist eine gute Idee. Das Ding hat ungefähr einen Durchmesser von 16 Metern, ja, also... Also ich mache erstmal eine Wahrnehmung, um zu sehen, ob ich meinen geflügelten Freund sehe. Oder ob du überhaupt da gucken kannst. Ob ich gucken kann, genau. Okay. Meine Güte, was hab ich an Wahrnehmung? W8? Ja. Jo. Ich hab das gerade noch nie gesehen. 6? So eine mit einem Erfolg? Ja, du ahnst, dass er hinten irgendwo rausgekrabbelt ist. Und auch hier wird beim Betrachten dieses Netzes klar, dass es augenscheinlich, wenn man geschickt ist, kommt man da auch durch. Wenn man es drauf anlegt. Auch wenn ich oben in der Lüfte bin, von oben direkt rein. Also es ist nicht nur horizontal, es ist auch rundherum. Es ist ein 3D-Gebilde, ja. Okay. Also sagen wir es mal so, da wo man sieht, ist es für dich nur schwierig durch deine Flügelspannweite. Es sei denn, du legst sie an und versuchst einfach wie ein Stein nach unten zu plumpsen.
kennst du schon. Aber abfangen ist da nicht, ne? Ja. Also ich positioniere mich eigentlich so. Ja, ich habe da jetzt so eine Idee. Okay, also ich positioniere mich so, dass ich zumindest keinen meiner Gefährten in der Schussbahn habe. Bis auf Roms. Tut mir leid. Und ich mache erstmal ein... Hä? Alles gut. Gut. Ich mache dann mal einen Flächenschlag. Wo habe ich ihn stehen? So, und versuche dementsprechend jetzt, ja, diesen Flächenschlag. Auf die Sphäre, beziehungsweise auf das, was in der Sphäre ist. Okay, also du legst das Zentrum quasi mitten rein. Ja. Welche Schablone? Reichweite, Verstand plus 2 ist eine mittlere Flächenschablone. Okay. Treffe mit einer 7. Also hab eine 7, hab geschafft. 2W6 Schaden. Wie sieht's denn da aus? Dürfen wir ausweichen? Beim Flächenschlag? Theoretisch schon, wobei ich auch da sage, ich du siehst nicht, was Sie da kommt. Überarbeitet haben. Das ist es. Eigentlich schon. Flächenschlag ist ausweichen. Siehe Flächenangriff, Seite 102. 102? Seite 102. Das kann ich sagen. Was hast du denn an Schaden? Eine 11. Eine 11. Und du siehst auch wieder das Licht in diese Sphäre auch eindringt. Warte mal. Ah, warte mal. Warte. Ziele unter der Schablone werden getroffen oder können wegspringen. Siehe Seite 109. Ja. Wegspringen ist Geschicklichkeit, ne? Yep. Kennst das ja wegen Dunkelheit und so, ne? Siehst ja nicht, was da kommt. Ja. Möchtest du wegspringen? Nö, ich mach da. Okay, du bekommst jetzt 11 Schaden. Und? Ich weiß, das ist so erbärmlich. Kurz okay, schütteln, also, das war's, ja? Also sagen wir es mal so, du hast das Gefühl, du wirst gerade von hinten angegriffen. Also es kommt von hinten. Naja, eigentlich kommt es ja von oben, ne? Mhm. Ja, aber es ist ja Verstand. Du glaubst, es kommt von hinten. Du sagst mir nicht, was ich glaube. Ich kann dir sagen, dass sich was von hinten angegriffen hat. Oder oben. Oder wo auch immer. Ja, von oben. Von hinten okay. Oben, gerne. Aber nicht von hinten. Na gut, dann eben nicht. Das heißt, Roms wird sich rumdrehen nächste Runde. So. Wer ist nach dem Fliegzeug dran? Nach dem Fliegzeug. Das andere Fliegzeug. Das andere Fliegzeug. Ich führe Liste, deswegen nicht wundern. Okay. Ich sehe ja wieder was. Sehe ich, ob ich nach oben fliegen könnte, ob da genug Platz ist. Machen Wahrnehmungswurf. Eine 4.
Ja, du erkennst einen möglichen Weg, dir ist aber auch bewusst, dass der kompliziert ist. Kannst du schaffen. Dann möchte ich jetzt das auch versuchen. Ja, ein Geschicklichkeitswurf, minus 2. Sagt er kompliziert. Der Schlauch ist Ja. leicht, aber nicht kompliziert. Ja. Dann ist es wohl eine 9, da ich eine 11 gewürfelt habe. Ja, Freiheit. Ich bin oben, yeah. Okay. Dann bist du oben. Dann ist der, nein, der Die Spinne. Kampfmagier dran. Nee, die Spinne. Die Spinne. Psst. Kreuz 6. Psst. Ach Gott. Gönn Lass mir mich doch den Kampf wenigstens einfach was. übergehen. Nein, ich gönne der Spinne nichts. Liegt Na ja überhaupt gerade noch was machen direkt. kann. Dass die Spinne überhaupt noch was machen kann. Ja. Du denkst aber dran, dass die Spinne alles mit minus 3 macht, ne? Die macht das mit minus 3. Okay. Dann mach mal deine Aktion. Spinne, mach. Oh, Moment. Okay. Sei dran, Spinne. Wir haben doch keine Zeit. Okay. Und die ist auch schon wieder fast um. Genau. Ja, wie soll ich das jetzt so sagen? Ja. Ich glaube, ich treffe das gerade aufgesteigte Fliegzeug mit einer 7, oder? Im Fernkampf. Welches der Das Flieger? sind beide in der Luft. Genau, es sind beide gerade in die Luft gegangen. Okay, ich, Jonas. Ist ein Fernkampf. Ja, Fernkampf tritt ja auf 4, ne? Genau. Genau. Deswegen trifft er mit einer 7. Ja. Du kennst die Netze, oder? Nicht schon wieder. Wie hoch bist du? Warum? Ich weiß es nicht, ich bin gerade aus dem Netz rausgeflogen. 4 Meter etwa. Ah ja, es sind nur 2 W6 Schaden, das ist okay. Muss nur gerade gucken, wie das. Ach ja, und du kannst direkt einen Stärkewurf machen. Ein Stärkewurf. Alternativ könntest du einen. Nee, getroffen hast du, ne? Mit Geschicklichkeit Ja. könnte er sich ja auch rauswenden, ne? Stärke oder Wäre Geschicklichkeit. kein Unterschied. Stärke oder Geschicklichkeit, ja. Ist das eine vergleichende? Jupp. Heißt das jetzt, ich muss die 7 schlagen oder? Jupp. Darf ich einen Benny werfen? Klar. Dann werfe ich mal einen Benny. Gut, das ist eine 13. Okay. Dann wirst du im Endeffekt zwar von dem Netz getroffen und es erwischt dich. Jetzt muss ich erstmal gucken, ob du brennst. Toll, Das yeah, der Federvieh Feuerball fällt vom brennt. Himmel. Warum habe ich gerade so einen Song in im Ohr? Welchen denn? Es hat was mit Burn zu tun. Und dann kommen Kraftausdrücke. Okay. Ah, ich liebe die Blatthaus-Gang.
Dieser Kraftausdruck ist übrigens in Pulp Fiction mit böser schwarzer Mann übersetzt worden. Nee, ne? Ja. Mhm. Ich weiß, warum ich den Film nie so richtig gesehen habe. Beste Stelle ever in dem Film auf Englisch. Okay, brennen tust du nicht, aber 10 Schaden. Bitte was? Da trifft mich einer. Hm? Was für eine Robustheit hast du? Von 9. Jo. Okay, gut. Bist du angeschlagen, ne? Also Steffi, noch mal ganz kurz. Ne? Ja, angeschlagen. Ja. Gibt es diese Szene, wo er, wo sie im Restaurant überfallen werden und er sich sein Portemonnaie wiederholt und es heißt, das, wo böser schwarzer Mann draufsteht, er holt es raus und da steht Bad Motherfucker drauf. Sowas in der Art. Okay, jetzt Lukas. Das ist das sogenannte Bonnie-Problem. Ah, endlich. Darf man so Worte hier eigentlich sagen, Jörn? Wirst du da nicht gesperrt für? Wozu? Darfst du im Fernsehen auch sagen. Ach so, ja dann. Und selbst wenn im Fernsehen, darfst du es auch sagen. Ja. Ich darf nur halt keine Zuschauer beleidigen. Das ist alles. Ja. Und Spieler? Ach, vergiss es. Das war gerade allgemeine Aufklärung für Proseliger. Wie weit weg bin ich von dieser komischen Kugel? Von wem? Der Sphäre. Wie weit stehst du von dem Netz weg? Ja, von der Sphäre eher. Ja. Im Netz. Die sind im Moment ziemlich identisch. Für dich zumindest. Ich möchte zu dieser Sphäre da rein. Okay. Ich bewege. Ja, die Frage ist, ist das noch in der Bewegungsweite für mich? Ja, du kannst auf jeden Fall in die Sphäre eintreten. Okay. Dann möchte ich auf diese Spinne zaubern. Okay. Komm, aber keine Abzüge, ne? Ich hab Nachtsicht. Doch, das ist magische Dunkelheit. Tü-tüm. Was ein Scheiß. Nein, magische Dunkelheit. Auch für dich wäre es dunkel, mein Sohn. Kommt aufs gleiche bei raus, Kevin. Ansonsten würden wir ja glühende Fäden sehen und so. Ach so. Ist eigentlich noch wer in der... Ist mir egal. Dann gehe ich einen Schritt zurück, aus der Kugel raus, zauber einfach Strahl durch die gesamte Kugel durch. Okay. Das ist ein Flächenschlag auch sozusagen. Dann ist das Fläche oder Kegel? Kegel, Entschuldigung. Kegelschablone. Kegel. Okay. Ja, und? Oh, 10. Das ist eine Steigerung. Mhm. Okay. Dann würfel mal Schaden. Dann mache ich 2W6 Schaden. In der Steigerung? Ach nee, plus 1. Ich wollte gerade sagen. Mach mal über 12. Er macht jetzt 3, pass auf. Nein. Ich möchte ein Benny ausgeben. Ich wollte gerade sagen, du kannst Benny auch geben, um Schaden neu zu würfeln. Was hat er gewürfelt? Ich habe eine 4 gewürfelt. Das sieht schon viel besser aus. Eine 12. Eine 12. Also ich zauber jetzt ein Kegel Blitze vor mir her. Durch die Kugel durch. Okay. Jetzt wirst du aber von hinten geblitzt, Dings. Aber ich hab mich doch umgedreht. Ach nee, ich wollte nicht. Na gut, dann bist du jetzt,
Ja, dann wirst du jetzt von vorne geblitzt, Dings. Ja. Bitte lächeln! Ich nehme nicht unbedingt an, dass dir Blitze viel ausmachen. Zumindest nicht mit 12. Und der Spinne? Nicht getroffen. Ah. Was? Ach, so ein Scheiß. Okay, Kevin. Ich kämpfe mir meinen Weg weiter durch. Du machst erstmal einen Wahrnehmungswurf. Ich mache einen Wahrnehmungswurf, weil ich das so gut kann, habe ich gehört. Hey. Ja, dass man kann dabei unterstützen? Nicht bei Wahrnehmung. Okay, hätte ja sein können. Eine 10 habe ich. 10? Wozu auch? Okay, also dir ist der, wäre der Weg, der einfache Weg, relativ klar. Und dir ist aufgefallen, dass das Netz, was auf Jonas abgefeuert wurde, nicht aus dem Zentrum der Kugel kam. Kann ich den Ursprung sehen oder befindet er sich auf der anderen Seite von dem, von der Sphäre? Also er ist in der Nähe von der Flamme. Dann bewege ich mich mal in diese Richtung. Okay. Weiterhin durch. Ja, dann brauche ich mal wieder einen Stärke- oder Geschicklichkeitswurf. Ach nee, kämpfen. Du willst ja durchachsen. Ich will mich durchachsen. Soll ich in der Zeit schon mal neue Karten verteilen oder warten wir diesen Wurf? Das wäre auch eine 10. Okay, wir warten ab. Was hattest du? Eine 10. Ich weiß nicht. Also beim letzten Mal waren die etwas robuster, die Biester. Tja. Ich habe halt die Trägerseile kaputt gemacht. Tut mir leid. Du kannst dich deine halbe Bewegungsweite. Mhm. Okay. Next round. Jana wartet ab. Mhm. Roms hat die Wahl zwischen einem König und einem Buben. Muss also den Buben nehmen. Oh. Ja, ganz schrecklich. Steffi, die Pik 10. Okay. Lukas, auch Pik, aber eine 3. Boah. Schon wieder. Hattest du nicht gerade eben schon? Ja, die hatte ich gerade eben schon. Warte, Kevin? Hm? Ass. Ass. Ich Jonas. Dann da los. König. Karo. Kreuzkönig. Und für die Spinne. Kreuz Ass. Dann möchte ich bitte einen Benny ausgeben, um nicht diese Karte zu haben. Okay, dann kriegst du eine 7. Pik 7? Ne, Karo 7. Karo 7. Okay, ist schon mal besser. Okay. Bist du trotzdem als letztes dran? Ah, super. Das ist so traurig. Okay, dann beginnen wir mit Kevin. Dann, Ja, Kreuz ist der letzte, ja. Korrekt. Akrobat ich mich mal weiter. Ja, dann kämpf ich mal da durch, wa? Ich habe gerade meinen Würfel verschwinden lassen. Was war das denn für ein Zaubertrick? Das ist der gleiche wie ich mach, dass Luft stinkt. Ach, weil das vorhin so gut geklappt hat, nehmen wir wieder die 12. Okay, halbe Bewegungsweite. Spinnchen. Spinnchen. Tja, wo habe ich den denn jetzt hingefeuert? Können wir das mal verraten? In den 9. Ach da, wow. Alles klar. Hab ihn gefunden. Okay. Wie hoch ist denn Steffi? Du schwebst über den Dingen, oder?
Ja. Schwebe ich. So 6-7 Meter. Okay. Spinnchen versucht es mit einer Doppelaktion. Okay. Okay. Ich muss ja nur ankündigen. Du kriegst den Malus trotzdem. Ich weiß. So, dann erstmal. Wenn die Spinne macht, dann braucht die einen Wildstein. Okay. Mit einer 6 treffe ich dich, oder? Mit einer Parade von 6, leider ja. Fernkampf. Ein Fernkampf? 4. Dann nicht. Ja. Fernkampf gegen 4, natürlich trifft er. Ach so, okay. Wärst du mal hinter so einem Poller oder so in Deckung gegangen? Dann nicht. Ja. Oh, Steffi. Ja. Tu ich das? Ach komm, ich gebe einen Benny aus. Das wär mir zu dämlich. 2 mit 2 W6 ist dumm. Warte. Geil. 14. 14 Schaden. Das sieht besser aus. Meine Fresse. Ja, da habe ich 2 Wunden. Du kannst soaken. Ja, die zog ich auch weg. Warte. Für alle, die nicht auf wissen, Willenskraft, was Nein, auf Konstitution. Was Soken ist es Schaden wegwerfen. Sie kann jetzt auf Konstitution würfeln. Und für jede 4 und jede 4 darüber würde eine Wunde weggehen. Kann ich nochmal einen Benny werfen? Natürlich. Ja. Ich habe dann eine Wunde weniger. Also nur eine. So, und du brennst nicht, sei froh. Nicht so laut lachen. Erzählst du auch, was getroffen hat? Erzählst du auch, was ihr so schreibt? Ja, Moment. Es ist wieder eins von diesen Feuernetzen, die auf sie herniedergeht. Ach Gott. Ja. Kommt ja. Dann der Fallschaden noch da? Ups. Ja, noch nicht. Noch nicht? Moment. 2 wie 6 pro 3 Meter. Ich hab gesagt, ich bin 6 bis 7 Meter. Gucken, ob ich dich einfange. Du bist Verteidiger, Würfel. Ach, du müsstest sie ranziehen. Nein, ich will gucken, ob das Netz sie fesselt. Ach so. Auf Geschicklichkeit, ja? Natürlich. Geschicklichkeit oder Stärke? Ja, nehme ich doch lieber Geschicklichkeit. Ich werf nochmal einen Benny. Okay, wir zählen gleich nochmal alle Bennys durch. Ja, ich hab nur noch einen. Ja, okay, vorher hatte ich eine 3, jetzt habe ich ein Snake Eyes, ne? Dann ist es eine 3. Wieso? Snake Eye gilt. Neue Regeln. You must use your Snake Eye. Oh, Steffi, willst du mal richtig dich ärgern? Ja, was denn? Ich hatte eine 2. Nee, ne? Fuck! Tja. Heieieiei. 4 Meter sind 2W6 Sturzschaden, ne? Ja. Und ich würde sagen, jetzt bist du auch verheddert, also gibt's noch einen oben drauf.
Und ich bin mal kurz AFK. Bedeutet? Ja. Moment. Ich zocke noch mal. Und du fällst mitten ins Spinnennetz rein. Aber du bist eh gefesselt, also. Naja, okay, von meinen zwei Wunden, die ich noch mal zusätzlich bekommen würde, würde ich jetzt noch mal eine bekommen und habe keine Bennys mehr. Dann hast du jetzt drei Wunden. Zwei. Ja. Du hattest zwei und kriegst eine dazu. Sie hatte eine. Ah, okay. Okay, das heißt, sie hat jetzt zwei Wunden und ist schon mal schön als Paket eingewickelt für die Spinne im Netz, ja? Genau. Ja. Liebe Fliege im Netz. So kann man später. Sagen. Gut, dass ich nicht. Okay, das war die erste Aktion, von denen ich tun wollte, ne? Das ist korrekt. Das war sogar noch mit Abzügen. Ist das nicht ätzend? Ja, minus 5 ist heftig. Ja. Moment, was wollte ich jetzt? Ach, du ahnst es nicht. Und es bildet sich noch einmal eine riesen dunkle Sphäre, die ist sogar noch größer als die erste. Super. Das heißt, zwischendurch wurde es hell? Nein. Okay. Dann interessiert mich das nicht. Aber sagen wir mal so, du siehst es ähnlich, aber die draußen sind, es bildet sich eine neue Sphäre, die alte im Endeffekt verschluckt und überragt. Okay. Der Einzige, der jetzt im Moment nicht mehr im Dunkel steht, ist, glaube ich, Jana. Die ist gerade AFK, der muss das gleich nochmal sagen. Ja, ja, gut, aber das Wasserfass ist noch außerhalb von Dunkel. Okay. Oh Mann. Gut, dann ist Spinnchen durch. Dann darf Jonas ran. Wie war es jetzt nochmal mit angeschlagen? Du kannst eine Willenskraftprobe machen. Ja, einen Benny ausgeben. Genau. Ja, mach erstmal die. Die ist kostenlos, sozusagen. Und du brauchst eine 4. Ich habe einen Benny geworfen. Dann bist du halt nicht mehr angeschlagen. Und kannst sofort agieren. Aber ich weiß, ich darf jetzt agieren, richtig? Ja. Okay. Aber ich weiß noch, in welche Richtung ich ungefähr möchte, also weiter nach oben fliegen. Durch die Dunkelheit. Ja gut, du weißt, dass da oben nichts ist. Das ist einfach das Steigen. Gut. Du schaffst es auch tatsächlich irgendwann aus dieser Sphäre raus und du siehst jetzt einfach wirklich diese gigantische schwarze Sphäre. So, da bin ich wieder. Bibi. Okay. Du bist die Einzige, die noch was sieht. Ah, jetzt ich war schon mehr draußen, ja. Und ach so, siehst, wie gerade ein Geflügel oben aus der Kuppel rausfliegt. Also die Kuppel ist etwas größer geworden. Mhm. Genau. Und bevor das so passierte, ist, hast du gesehen, wie ein anderes Geflügel eingewickelt ins Netz stürzte. Mhm. Nice. Naja, ich weiß nicht, ob das so nice ist. Schauen wir mal. Es ist eher ein... Das ist jetzt zumindest schon mal näher an der Länge dran sein. Wer ist dran? Gut. Es sei denn, Jana möchte unterbrechen. Okay. Dekorativ
Namen tanzen oder was? wir müssen aus diesem Dunkeln heraus. Irgendwo Richtung Feuer? Ich versuche mich also zu orientieren. Auf was möchtest du das haben? Verstand? Wahrnehmung. Wahrnehmung, okay. Mir egal. Wenn du sagst, du machst es per Verstand, was ich gesehen habe, okay. Wenn du sagst, ich versuche mich wirklich zu orientieren mit, wo ist warm, allerdings ist das bei deinen Lava hin ein bisschen blöd. Das ist richtig. Naja, ich wollte es eigentlich aus der Erinnerung rausmachen. Okay, dann ist es Verstand. Ich bin echt blöd, ne? Ich nehme echt den schlechteren Würfel. Ach so, ich dachte, du meintest das von deinen Attributen her. Ja, ist dasselbe. Ich habe einen W4. Okay. Es ist kurz, zumindest kein Snake Eyes. ja. Ich drehe mich ein bisschen hilflos in der Gegend rum. Jo. Aua. Damit ist Steffi dran. Und sie fällt und fällt. Ach nee, sie ist ja aufgefangen. Ja. Ich versuche mich zu befreien. Stärke oder Geschicklichkeit? Geschicklichkeit natürlich. Mit -2. Habe ich irgendwelche Mali noch wegen der Dunkelheit? Fürs Befreien? Nö, aber deine Wunden ziehst du ab. Ja, okay, das ist ja dann -2. Oh, cool. Eine 6. Also eine 8 gewürfelt, -2, eine 6. Okay, du bist jetzt nur noch festgehalten. Ja, immerhin etwas. Gut. Daraus kann ich jetzt mich aber nicht mehr befreien, ne? Nächste Runde. Okay. Last but not least. Der Elf. Ja, ist dunkel geworden, ne? Ja. Ist jetzt dunkel geworden. Ja, nett. Ja. Ja, bitte. Ich weiß nicht, was ich machen soll gerade. Du könntest abwarten. Ja, ohne dass ich was sehe, kann ich sowieso nichts machen. Dann ja, warte ich ab. Mhm. Okay. Wer dann? Neue Runde. Jana wartet ab, möchte wahrscheinlich immer noch nichts machen, deswegen neue Runde. Roms nimmt wie gesagt, dekorativ Namen tanzen. Roms mehr kann nimmt ich. Die Pik Kreuz 3. Steffi bekommt eine Herz 6. Lukas wartet ab. Kevin eine Karo 5. Und die Karo 6 für den Jonas. Hey, wer hätten da sortiert? Weiß nicht. Spindchen ist kurz vor mir dran mit einer Kreuz 4. So, also es beginnt Steffi mit der Herz 6. Das ist unglaublich. Ach, mit der Herz 6? Ja. Boah. Ja, dadurch, dass ich ja immer noch gefangen bin, versuche ich mich dann nochmal weiter zu befreien, weil ich nämlich da raus möchte. Hm. Und schaffe es nicht. Wieso? Ist es ein konkurrierender Wurf? Hast du eine 1? Nee, ich habe eine 5.
Wieso sagst du dann, du schaffst es nicht? Okay, ich schaffe es. Was hast du? Wunden abgezogen? Ja. Gut. Ich habe eine 3. Eine 5 gewürfelt und dann minus 2. Okay. Dann hast du recht, dann schaffst du es tatsächlich nicht. Eine 4 brauchst du trotzdem. Ja. Du bist also festgehalten. Ja. Oh, Moment, das heißt, ha, ich darf noch ein bisschen Feuerschaden machen. Ist das nicht niedlich? Ach, süß. Moment. Tut auch nicht weh, keine Sorge. Bin ich ja der Einzige, dem Feuerschaden nichts ausmacht? Nein. Scheinbar. Warum glaube ich dir das nicht, dass das weh tut? Nicht weh tut? Guck dir Kappes Gesicht an. Entweder er bringt dich jetzt um oder er hat eine 1 gewürfelt. Die Würfel hassen dich, oder? Also die müssen dich hassen. 10. Die hassen mich schon bei Jörn. Also von daher, sag an. 10. Ja, mit 3 Wunden, ne? Tja. Macht Spaß? Ja. Noch lebe ich. Wird Zeit, um Hilfe zu rufen, Steffi. Ja. Ist das übrigens eine freie Aktion? Ja. Könnte deine Rettung sein. Und nur mal so als Hinweis und aus eigener Erfahrung so als Blinder. Was man nicht sieht, kann man aber gut hören. Und meistens kann man auch drauf zurennen. Ach, Mann. Ja, ich rufe dann jetzt auch langsam sicher mal um Hilfe. Na, tu das mal bitte. Das hier heißt Rollenspiel. Und nicht erzählen wir mal was. Ja, also ich bin, wie gesagt, im Netz gefangen. Und, ja, schrei jetzt auch laut um Hilfe. Hilfe, kann mich jemand finden? Ich schrei jetzt auch laut um Hilfe. Hilfe. Also, ich röchel auch dabei, weil es tut nämlich mittlerweile saumäßig weh. So. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Das war der enthusiastischste Hilferuf, den ich in meinem Leben gehört habe. Oh, er löst es von seinen Qualen. Das ist ja grausam. Hallo? Komm, für die nächste Runde hast du einen Benny. Okay, nach dem Geflügel. Also ich höre euch gerade nicht. Ich möchte runter zu Jana fliegen mit dem Wasserfass. Also zum Wasserfass. Okay. Oh ja. Das schaffst du bequem in einer Runde. Wie groß ist das Fass? Naja, es ist euer gesamter Wasserproviant für 6 Personen. Für 2 Tage. Na, 3. Okay. Aber du hast gesagt, ich fliege in einer Runde da runter, richtig? Ja, klar. Oh Gott, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn man von 3 Liter pro Tag pro Person ausgeht, sind 36 Liter, also 36 Kilo. Was schon großzügig wäre in einer Welt, in der Wasser knapp ist. Kann ich ab da unten auch noch abwarten? Klar. Oder war das jetzt eine Aktion, die ich gemacht habe und jetzt vorbei ist? Ich weiß nicht, wie weit kannst du fliegen? 10? 12 Zoll. Also 4, naja, das wäre dann eine freie. Ne? Bewegen ist dann eine freie Aktion, ne? Es ist immerhin eine Aktion. Ja, okay. Dann eben nicht. Also, sobald du dich bewegst, kannst du nicht mehr abwarten.
Gut, dann war es das für mich jetzt. Ich kann dir aber sagen, das Wasserfass ist großzügig bemessen. Immerhin musste es Roms tragen. Ich habe dich jetzt gerade nicht verstanden. Ich sagte, das Wasserfass ist aber großzügig bemessen. Immerhin musste es Roms tragen. Ach ja, stimmt. Okay. Ja, dann bin ich aber erstmal fertig. Wenn du fertig bist, dann ist der Herr neben dir dran. Das ist der Kevin. Ich würde jetzt versuchen, quasi, ja, entweder nehme ich ein Geschoss von mir, quasi so vorbereitet, oder ich beschwöre einen Steinschild. Ich will mir jetzt eine Lampe machen, quasi, oder ein Licht. Okay. Kann ich das machen? Geht das, wenn ich jetzt sage... Deine Erfahrung dadurch, dass du nicht mal mehr das Netz glühen siehst, würde mir das auch nichts bringen, mir da. Es sei denn, du hättest jetzt ein extremes magisches Licht, dann wäre das halt. Also, ich würde halt so einen glühenden Stein nutzen. Der wird dir wahrscheinlich dafür, nichts bringen. Um Licht zu machen. Dann versuche ich einfach stur erstmal einen Schritt vor den anderen, einen Fuß vor den anderen zu setzen und aus der Dunkelheit rauszulatschen. Okay. Ja. So Geschicklichkeit oder Stärke, was willst du? Versuchend die Richtung beizubehalten. Okay. Dann würde ich tatsächlich die Geschicklichkeit bevorzugen. Ja, mach mal. Wenn ich denn den passenden Würfel dazu finde. Da. Nehmen wir den. Da hätte ich eine 13. Ja, ja, komm. Du schaffst es irgendwie, diesen Spinnweben auszuweichen. Ich habe mir den Weg halt vorher echt gut eingeprägt, der mir aufgefallen ist. Okay. Daran muss es liegen. Dann bist du durch, ne? Ja. Möchte einer der Abwartenden was machen? Ja. Möchte eine geformte Barriere zaubern. Sie okay. In einem Kreis um mich herum zaubern, sodass ich sozusagen in einer Barrierenröhre stehe. Mhm. Darf ich das machen? Welche Ausprägung? Eine Energiebarriere. Also okay. So. Ist halt ganz normal Energie und geformt. Okay. Genau. So dass ich sozusagen in einer Röhre ja, klar. Aus Energie stehe. Oh, was für. 10. Mit Steigerung, 10. Ne? Ja. Das ist ja. Aber. Glaube ich, egal. Ja, ich ist glaub... egal. Echt? Ist egal? Ja. Das heißt nur für mich, dass ich einen Magiepunkt weniger verbrauche. Ah, okay. Ist weniger Magiepunkte. Also für Jana und Jonas. Irgendwie verschwindet der Elf, also er wird etwas undeutlicher. Also um ihn flimmert die Luft. Mhm. Ich dachte, wir sehen ihn gar nicht. Ich wollte gerade ja, sagen, der war doch irgendwie in der in der Dunkelheit, in der zweiten. Du hast auch gesagt, du bist wieder rausgetreten. Ach nee, ja, stimmt, du bist ersten. Drin. Okay, dann seht ihr es ja nicht. Noch da drin. Ihr seht nichts. Jetzt muss ich mal fragen, außerhalb von dieser Kuppel, sieht man da noch irgendwo diese Netz, die Fäden verankert an den Wänden? An einzelnen Stellen, ja. An den Bäumen, an den Wänden, ja, klar. Dann gehe ich da mal zur nächsten hin und einfach, um mal irgendwas zu tun, fang an den Dingern rumzusägen. Diese Fäden da mit dem Dolch zu lösen. Okay. Ja, geschicklich? Naja, das ist ein Kämpfen, ne? Kämpfenwurf.
Wenn ich mein W8 finde, da ist mein W8. Machen wir mal ein Papier, wenn das Ding tut. Mit einer 6. Ja, okay. Komm ich durch? Du kriegst auf jeden Fall, ja, du kriegst einige gelöst. Okay. Gut. The fuck? Spinne. Okay, ich habe was getan. Du hast was getan, alles klar. Roms. Darf Wahrnehmung machen? Darf Wahrnehmung machen? Ach gut. Ich habe doch keine Wahrnehmung. Doch irgendwie 2W6 oder so. Hey! Wahrnehmung kann er nicht. Okay, du hast gerade, ja, du hast vorhin irgendwie sowas brüllen hören. Irgendwas hat geröchelt. Ja. Hilfe! Ich wollte da grob in die Richtung. Ja, okay. Dann Stärke oder Geschicklichkeit? Das ist eine dumme Frage. Ja. Willenskraft. Oh. Komm, hör auf. Ja, Mann, nee, echt? Ja. Verdammt! Ich habe so ein Dreck. Was denn? Na gut, du kommst in die Richtung. Ja. Steffi, irgendetwas bewegt sich auf dich zu. Kann ich wahrnehmen, was? Nicht wirklich. Es kommt. Also es bewegt sich auf dich zu. Hilfe! Roms kommt. Hierher, Roms! Neue Runde. Eine Kreuz 6 für Diana. Roms darf einen Joker haben. Och, ich gehe kotzen. Die Alternative wäre das, wäre das Pick-Ass gewesen. Boah. Die zwei höchsten Karten. Ich bleib das. Steffi, Karte 4 leider nur für dich. Das ist nicht schlimm, ich bin ja immer noch. Hilfe! Lukas. Pick 2. Herzkönig für ich habe heute kein Glück. Lukas, die Karo 9. Jonas, die Karo 9. Meine ich doch, Entschuldigung. Spinnchen, Herz 8. Okay. Also nur als kleiner Hinweis, sollte es bei mir im Hintergrund irgendwie brüllen, die sind sich draußen schon wieder, ich habe keine Ahnung, was direkt vorm Fenster am anderen Kopf werfen. Sehr mitteilungsbedürftig hier. Sie performen einen Ehestreit, ja? Ja, wundervoll. Ja, yeah, okay. Okay. Roms will weiterhelfen. Ja. Roms! Hilfe! Also damit findest du sie auf jeden Fall. Gut. Machen wir noch einen Stärkewurf? Das liegt an dir. Nee, sie hat so viel zerrissen, als sie darunter geknallt ist. Lass mich doch wenigstens würfeln, ich hab einen Joker. Versuch sie zu heilen damit. Das heißt, wir Bennys für alle, ne? Ja, Bennys für alle. Deswegen, ich hab wieder 2. Ich bin heute die Benny-Maschine irgendwie hier. Das ist schon der dritte. Ich bin froh, dass es auf Seiten der Spieler ist. Jetzt stell mal vor, er wäre der Spielleiter. Okay. Oh, nee. Dann fühl dich jetzt befreit. Danke, Roms!
Die große Frage ist, nein, ich frag das nicht. Ob deine Lava-Hände ihr wehtun? Richtig. Das frage ich mich die ganze Zeit, aber ich gehe davon aus, dass du Versuchsgeschick an den Tag zu legen. Soll ich das auswürfeln? Ich habe einen W8 in Geschicklichkeit, das geht. Wieso glüht denn dieses spitze, lange Stück an deinem Arm auch? Der glüht. Oder ist es nur scharf? Also. Kevin, du bist gemutet. Er glüht komplett und aus seinem Arm habe ich ein Schwert gemacht. Ja, die Frage ist, ob dieses Schwert auch glüht. Ja, es ist aus ihm. Gut, gut. Er ist das Schwert. Du weißt doch, was der Matti immer zum Matze sagt. Du bist eine Waffe. Mhm. Okay, Meister ist nach mir dran. Ja, bei mir wird es langsam monoton, aber ich sehe nichts, ich höre nichts, ich mache mich weiter auf den Weg. Also du hast auf jeden Fall in der Nähe von dir Steffi brüllen hören, du hast irgendwie Roms Romsen hören. Ja, aber da passiert ja schon irgendwas, da muss ich ja nicht noch dahin. Genau. Deswegen gehe ich in die Richtung, in die ich schon versuche, die ganze Zeit zu gehen und hoffe, dass ich nicht im Kreis laufe. Okay. Mach doch mal Wahrnehmung. Ah, weil ich das so gut kann. Wenn du auf einem W20 eine bestimmte Zahl suchst. Eine 8. Ja, dann. Findet man sie nicht. Okay, du hast so langsam ein Gespür dafür, wo es scheinbar wärmer ist als woanders. Dann bewege ich mich mal darauf zu. Ja, du würdest auch jetzt sozusagen dieses Feuer tatsächlich erreichen und augenscheinlich, also du siehst es auch, also es ist zwar nur ein kleiner Bereich in der Schwärze, aber... Dann werde ich mich darauf zubewegen. Okay. Ja, dann habe ich ja wohl den Gelegenheitsangriff, ich kann es ja nicht ändern. Was passiert denn dann jetzt? Was passiert denn jetzt? Naja, Madame Tarantula fühlt sich jetzt ein bisschen angepisst. Ja, okay. Du bist zu nah an das falsche Feuer gekommen. Nö. Das sehen wir dann jetzt gleich. Das ist halt so, ne? Es ist einfach zu dunkel hier. Siehst du? Aber du merkst definitiv, dass etwas ziemlich haarscharf an dir vorbeisaust. Soll passieren. Okay. Okay. Jonas? Ich werde mich der Jana anschließen und mal anfangen, die Ecken da abzuschneiden, die wir gesehen haben. Okay. Am besten also, die an den Bäumen, da wo sie nicht drankommt. Ja, klar. Was hast du für eine Waffe? Ich habe ein Rapier. Ja, okay. Jetzt schreit deine Frau da so rum. Meine? Ja, man okay. Liebt doch die Vollidioten auf der Straße. Nein, nee, das ist bei mir hier. Ach, die schreien. Ja, willkommen in meinem Leben. Ich mute mich, keine Sorge. Okay, also wie gesagt. Okay, da wird jetzt ein bisschen an dem Netz herumgeschnipselt. An deinem Netz und du bist dran. Ich bin dran? Nein, dann darf ich jetzt ja richtig angreifen. Nice. Denk dran, du bekommst -1 auf Angreifen. Was? Wieso? Gegen mich. Weil ich Kampfakrobat bin. Und du bist 2 Nummern größer, deswegen kriegst du nochmal -2. Ja. Tut mir ja leid. Er hat gesagt, ist meine Größenordnung.
Tut mir leid. Dumm gelaufen. Alles gut. Treffe ich dich mit einer 6? Nein. Es war nah dran, du hättest eine 7 gebraucht. Okay. Es war verdammt nah dran. Hui! That was close. Okay. That's it. That's it. Danach wäre Jana dran. Ja, sofern noch weitere Netzfäden irgendwo verankert sind, wird sie erstmal damit weitermachen. Ja, wie gesagt, damit könnt ihr euch jetzt ein paar Runden auf jeden Fall aufhalten. Dann halte ich mich daran auf. Besser als einfach nur rumzustehen und dekorativ irgendwie. Okay. Kaliana. Ja, ich bin ja zumindest jetzt aus dem Netz befreit und hocke jetzt auf dem Boden. Ziemlich aua. Und denkt jetzt erstmal so, was mache ich? Kann ich mir eigentlich selbst heilen? Mit dem Zauberheilung? Ja, ne? Kannst du. Kriegst allerdings dann quasi deine doppelten Wundabzüge als Malus. Heilst du dich minus 6? Also selber tot. Korrekt. Okay, dann lasse ich das. Antwort gleich für beide. Hm? Ja, ja. Wie gesagt, dann lasse ich das lieber, weil... Nein! Du brauchst nur eine 10, das ist eine Wunde. Ja, aber ich kenne mein Glück. So, dadurch, dass ich jetzt hier im Schwarzen bin, denke ich mir aber dann, okay, dann kann ich ja zumindest mal versuchen, hier ein Lichtlein zu zaubern. Sprich, irgendwie... kleines Feuerchen oder sonst was. Dass wir zumindest hier in der Sphäre was sehen können. Oder ich zumindest. Okay. Das muss ich aber erstmal gucken. Was ist das für eine Fertigkeit? Und schaffe es nicht. Okay. Mit meinen Wundabzügen, das ist nicht so einfach. Soll ich dich heilen? Ich kann das nicht. Lass mal. Aber er hat nur minus 3. Das ist nicht richtig. Minus 5, weil umgeübt. Ja. Das ist nicht richtig. Ist mein... das minus ist 7. Noch einer weg. Oh. Weil heilen habe ich grundsätzlich mit minus 2. Und es ist geübt, also mit minus 4. Gut. Ich möchte währenddessen einen Benny ausgeben, um 5 Machtpunkte wieder zu erlangen. Okay. Dir fließt aus unerklärlicher Quelle Kraft zu. Das ist gut. Gut. Und als Aktion? Als Aktion. Ich möchte erstmal die Dunkelheit rufen und fragen, was gerade gemacht wird, ob jemand weiß, was los ist. Ja, mach mal. Ja. Hallo? Wo seid ihr? Und was passiert hier überhaupt gerade? Seht ihr irgendwas? Hallo? Dunkel. Nein? Wo bist du? Ich stehe hier bei der ersten Kugel noch und habe mich ein wenig verbarrikadiert. Falls ihr das was sagt. Weise Entscheidung. So. Und als Aktion möchte ich jetzt einmal Waffe verbessern auf
alle außer mich wirken. Das heißt, ich muss 1, 2, 3, 4, 5. Einmal. Geht das nicht auf Berührung? Nein, auf Verstand. Reichweite ist Verstand. Mhm. Reichweite ist Verstand. Wird aber trotzdem modifiziert durch irgendwelche Abzüge, weil du uns ja nicht siehst, ne? Okay. Welche Abzüge hätte ich da dann? Moment. Aber ich habe ja gerade gefragt, müsste dadurch ja ungefähr wissen, wo alle sind. Jo, das sind, ja gut, sagen wir minus 5. Mann. Es ist Lukas, sag ihm minus 4. Ach, ich würfel einfach mal. Viel Erfolg. Ja, nee. Nee, nee. Das ist eine 2. Gut. Damit hätte ich jetzt 6 Punkte ausgegeben. Okay. Und wir sind in einer neuen Runde. Diana bekommt eine Herz 6. Ja. Roms bekommt eine Herz 3 oder einen ein Kreuzkönig, also eine Herz 3. Noch ein Joker wäre auch zu dreist gewesen, ne? Für die Steffi eine Karo 8. Lukas wird belohnt mit einer Pik 10. Weil? Kevin, Kreuz 6. Die Pik 9 für den Jonas. Ah, oh, es klopft gerade bei mir. Kleinen Moment. Und Spinnchen mit, mit einem Karo-Boom. Ah, schön. Und damit als erstes dran. Echt? Oh. Ja. Ja, gut, einer dann möchte Benny ausgeben, um eine andere Karte zu kriegen. Keiner? Nee. Offensichtlich nicht. Nö. Ich möchte aber nochmal einen Benny ausgeben, um ihr Machtpunkte zu ergaunern. Ja, wenn du dran bist. Nein. Immer wenn ich darf. Immer wenn möglich. Also nein, eigentlich nicht. Zu jedem passenden Zeitpunkt. Steht hier. Das wäre, wenn du dran bist. Okay. Dann, wenn ich dran bin. Also. Ja, Kevin, mit einer 10 treffe ich dich im Fernkampf. Ja, ist auch minus 1, aber du triffst trotzdem. Ich weiß. Auch der Fernkampf unterliegt der Größenordnung eigentlich, ne? Ja, dann wären es minus 3, dann ist es trotzdem drüber. Also dann hat der genau getroffen. Ja, okay, dann habe ich 9. Die minus 2 habe ich schon abgezählt und die minus 1 jetzt auch gerade. Ja, dann hat er eine 9, ist trotzdem getroffen. Kurz AFK. Gegen 4. Steigerung getroffen. Yep. Ach. Boah, mal. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. 185.000 Schaden. Das war ein bisschen viel. Elf Schaden. Elf, echt jetzt? Ja, Feuer, wenn das irgendwas für dich so ausmacht. Ja, also da ich ja vorhin Eigenschaft erhöht habe, Konstitution, reicht die 11 tatsächlich nicht und ich bestehe quasi aus Stein, also Lava, Haut. Okay. Gedöns.
Also sollte gleich bei mir nochmal geklopft werden, bin ich nochmal weg. Das war gerade die Polizei im Haus. Yay. Okay. Juhu. Und was wollten die? Das Gebrüll draußen war eine Prügelei. Und jetzt suchen sie denjenigen, der es gemacht hat, und ich durfte gerade Nachbarn beschreiben. War nett. Ist immer schön. Okay, du brennst nicht. Ist das nicht auch hübsch? Ja, ich bin angeschlagen. Yay. Ist doch richtig, oder? Bei einer Robustheit von 10 und er hat eine 11. Yep. Aha. Wow. Und jetzt nochmal, ob ich dich gefesselt habe. Wer, wen, was, wann, wo? Geschicklichkeit. Geht um Kevin. Okay. Achso. Halt, stopp. Ich habe den Würfel gerade wiedergefunden. Wo ist er denn jetzt? Da habe ich ihn. Ich lasse übrigens gerade einen etwas unmenschlichen Schrei von mir hören. Komisch, ne? Ich bin ja auch kein Mensch. Haha, ich habe eine Peilung. Haha. Ein Geschicklichkeitswurf wolltest du von mir? Mhm. Dann begnüge dich mit einer 15. Dann begnüge dich damit, dass du dich freier bewegen kannst als jemals zuvor. Juhu! Okay. Ich hasse den Kerl. Gut. Keine Doppelaktion? Nö. Dann ist der Belior dran. Ja. Gut. Also den Kreischer habt ihr alle gehört. Dann na, war der denn an mir dran? Naja, sagen wir mal so, hätte ich dir was ins Ohr flüstern wollen, hättest du es jetzt gut mitbekommen. Oder mit anderen Worten, du bist taub. Naja, so laut war es auch nicht. Aber ja. Ziemlich direkt neben dir. Dann möchte ich zum einen wieder ein Benny ausgeben für Machtpunkte, sonst habe ich nicht genug. Okay. Dann möchte ich mich in die Richtung davon aufmachen. Was ist mit deiner Barriere? Barriere natürlich auflösen vorher. Die kann ich ja nicht einfach durchgehen, ne? Ja, wusste ich nicht. Wusste nicht, ob das geht oder nicht. Hatte das jetzt eigentlich gerade mit Lukas Waffe verstärken geklappt? Nein, leider nicht. Nein. Ja, aber eine 2 und eine 2 gewürfelt. Zwar also, nein. Mich hätte mal interessiert, was dann aus meinem Schwert geworden wäre. Power? Superpower. Wäre auch für mich interessant gewesen. Das Superschwert des Todes auf Doom. Ein Elektroarm und ein Feuerarm. Nice. Okay. Ja, du bewegst dich in die Richtung, ja, weißt ja, ne? Einmal gegen Geschicklichkeit oder Stärke, was ist dir lieber? Ist mir egal, ist beides das Gleiche. Ja, dann würfel. Ja. Eine 5. Du hast eine 5? Hat er gesagt. Du bist festgehalten. Gut, wenn der Lukas festgehalten ist, dann kann sich der Jonas weiter an Bäumen vergreifen. Oh mein Gott. Gut. Dann werden weitere Netze durchschnitten. Genau. Dann ist die Steffi dran. Ich konnte jetzt ungefähr hören, wo die Dame jetzt Frau Spinne ist, ja? Ja, und deinem Empfinden nach war das in etwa da, wo auch, glaube ich, vorhin Kevin geantwortet hat auf Lukas seinen Ruf. Ja, dann versuche ich nochmal mit dem Geschoss die gute Dame zu treffen. Ja. Du weißt das mit der 1 im Nahkampf und so, ne? Sie hat's gesagt. Fertigkeitswürfel, eine 1 im Nahkampf, du triffst Kevin.
Achso, nö, also ich hab getroffen mit einer 4. Trotz Abzüge. Was zeigt dein Fertigkeitswurf? Eine 4? Steffi, welche Abzüge hast du drin? 3. Meine Wunden, 3 Wunden. Und die 6, weil du nichts siehst? Achso. Ach ja, stimmt, noch. Scheiße. Sind minus 9. Entschuldigung. Okay, dann. Nee, dann. Ach, ich bin zu sehr im Spielleitermodus. Naja, ich hätte sie gleich gefragt, aber danke für die 3 Sekunden vorher. Ja, ich habe die Dunkelheit jetzt nicht drauf gehabt, also von daher alles gut. Also, Roms spürt gerade, wie irgendwas Geschossartiges an dir vorbei zischt. Okay. Und wenn es nur heiße Luft ist. War ein Lichtstrahl. Apropos heiße Luft, dann wäre die Raucherin drin. Hehe. Ja, ich werde auch nur weiter irgendwelche Netze durchschneiden. Naja, ist in Ordnung. Okay. Dann, Meister. Ja, da steht ja irgendwas offensichtlich ziemlich nah an mir und hat mir gerade ziemlich laut ins Ohr gebrüllt und. Mhm. Hauen wolltest mich auch noch, also muss ich als erstes mal eine Konstitutionsprobe machen. Ne? Ja, du hattest mich angeschlagen. Echt, das habe ich geschafft? Eine Willenskraftprobe. Oh. Ja, meine ich doch. Ja, ich habe eine Parade von 10. Ach so. Eine Robustheit von 10 und du hattest 11 Schaden. Ah, okay. Ja, stimmt. Und kriegen Benny? Ach, was würfel ich denn hier eigentlich? Nimm doch mal den richtigen Würfel und du brauchst nur eine 4. Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich habe sogar eine 8. Okay. Also kommen wir nochmal zu dem Thema, dass da gerade irgendein Viech mir relativ laut ins Ohr gebrüllt hat. Ja. Ich bitte um fiesdreckige Gesichtsschmelzung. Okay. Alles klar. Ich hau mal in diese Richtung. Aber bitte. Und zwar kräftig. Ja, mach mal. Du kriegst plus 2, denk dran. Ich krieg plus 2? Ja, weil ich groß bin. Oh. Und minus 6 wegen Dunkel? Mhm. Ja, minus 4. Du weißt ja in etwa, wo sie steht. Gut. Also minus 2. Dann bleibt am Ende eine 13 stehen. Ja, das ist wohl auch mit Zusatzschaden. Oha, jetzt muss ich tatsächlich mal gucken hier. Das Ding macht ein W4 und ein W6. Dann kriege ich ein W6 Zusatzschaden. Und bei Waffe verbessern hatten wir eine Steigerung. Da kriege ich nochmal plus 4 extra. Wer hatte die fiese Gesichtsschmelzung beauftragt? Kevin liefert. Also, das wären jetzt insgesamt 7, 11, weil ich aber absolut nett bin, werde ich jetzt einen Benny ausgeben, um den Schadenswurf zu wiederholen. Und lass mich doch mal ein bisschen... Hallo, feier es doch einfach mal, dass ich einen Benny ausgebe. Für Schaden? Ja, um Schaden würden euch zu würfeln. Jetzt, wo ich das darf, warum nicht? Oh. Das macht die Sache nicht besser. Einfach das überhaupt nicht. Doch, das macht die Sache besser. Ich habe nämlich keine Gnade. Holen. 13. 17, 20. 24. 28. Ich glaube, die Spinne ist hin. 29 Mann. Plus 6 sind 35. Hättest mir ja was übrig lassen können. Bing! Auf einmal ist das Licht wieder an. Das war der Kack W4, der die ganze Zeit explodiert ist. Okay. Live war mit uns. Ja. Oh, gut. Live.
Also, ich fange mal hinten an. Also, du hast gerade den Sam gemacht. Ja. Steckt der Spinne irgendwas in die Weichteile? Irgendwo dahin, wo es wehtut, ja. Genau, hat furchtbar wehgetan. Bedingt aber, dass jetzt, wie gesagt, alle bedauerlicherweise dreimal auf die Furchttabelle mit plus zwei würfeln dürfen. Alle anderen? Alle. Alle. Was würfelt man da nochmal? Ein W20 plus 2. Warum denn dreimal? Will man besonders hoch oder besonders niedrig würfeln? Besonders niedrig. Du willst es besonders erstmal schaffen. Hoch. Du willst erstmal 4 schaffen für den Willenskraftwurf. Achso, erstmal Willenskraft. Ja, also wir würfeln nicht direkt auf die Furchttabelle, wir machen erstmal. Genau. Nur um das mal klarzustellen hier. Okay, dann dreimal auf die Willenskraft. Dreimal auf die Willenskraft. Ich muss immer noch mal eine minus 3 nehmen für die Wunde, ne? Ja. Das erste Mal nicht geschafft. Moment, eine Runde nach der anderen, bitte, danke. Können ja eventuell auch noch andere Malusse auf die nächsten Würfe kommen. Okay. Dann biete ich dir eine 10. Eine 7. Geschafft, geschafft. Eine 5. Geschafft. Eine 15. Geschafft. 5 minus 3 ergibt 2. Nicht geschafft. An ein W20 plus 2. Hat wer die Furchttabelle offen? Ja, hab ich. Okay. Dann eine 17. Plus 2 wärst du bei einer 19. Das ist eine leichte Phobie. Nein. Plus 2 ist schon drauf. Ach so. Ja, dann ist es panisch. Der Charakter bewegt sich sofort um seine volle Bewegungsweite plus Sprintenwürfel weg von der Gefahr und ist angeschlagen. Ja, dann wohl wieder gegen Geschicklichkeit, ne? Sind Netze. Ach, ey, Leute. Ja, auch nicht geschafft. Ja. Sie will weg, es geht aber nicht. Also panisch voll ins nächste Netz. Okay, was hast du? Was? Wie viel du hast? Ich habe eine 3 gewürfelt, aber minus 3? Scheiße. Das ist mit Steigerung. Okay, du hast dich selbst gefesselt. Du hast dich selbst wieder als Paket verschnürt. Okay. Ja, macht ja Sinn. Sie ist halt panisch weggerannt. Oder zumindest hat sie es versucht. Sie hat alle Netze eingesammelt. Das ist doch schön. Sie sieht jetzt aus wie eine große Zuckerwatte. Dann in die nächste Runde. Zweite Runde. Ich würde einen Benny werfen. Hey, so. Ich bleib bei meiner 8. Ich bleibe bei der 5. 4. 3 minus 3. Ich hab das sehr geil. Steffi, W20. Machen wir erstmal Schade, Jonas. 6 plus 2 sind 8. Eine 8. Du bist verwundbar bis zum Ende deines nächsten Zuges. Ach. Also, nicht eh schon verwundbar vorher gewesen ist. Genau. Jonas hat ein Snake Eye. Und er fliegt. Mhm. Ich bin am Baum. Ich wollte gerade sagen, er sitzt auf einem Baum. Dann muss er jetzt einen W20 plus 2 würfeln, ne? Ja, das Snake Eyes kommt ja noch dazu. Da kann Kappes so was zaubern. Schön erklären. Muss ich mir jetzt mal ernsthaft was überlegen? Das würfel doch wohl jetzt eine schwere Phobie. Ich habe bei einer 18 gewürfelt, plus 2 sind 20, also eine schwere Phobie. Okay. Du hast eine schwere Phobie? Dass Jonas das schon so gut kennt. Naja, ich würde sagen, vor aller Panik steigst du noch etwas mehr in die Luft und klatscht dann aus 8 Metern Höhe so richtig geschmeidig auf den Boden.
Das heißt, ich bin vorher irgendwo gegen geknallt, oder wie? Ja, wahrscheinlich bist du von unten gegen einen dieser steinernen, ausladenden Äste gepfeffert. Das macht wie viel Schaden? Wie viel sind 8 Meter? 8 Meter. 8 Meter. 8 Meter sind 8 Meter. Okay, wie viel Schaden machen 8 Meter, wenn er darunter fällt? 3W6? 3W6. Oh. Oh, Mann. Mach du schon mal. Ich würfel mal meinen dritten. Okay, 22. Boah. Bist du mich verarschen? Hey, da ist nur einer von explodiert. Boah. Das sind 13 drüber. Das sind... Ja, 3 Wunden, ne? Ich fang mal an zu soaken. Gegen was war das nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Soaken? Ja. Konsti, ne? Eine 17. Eine 17 auf Konsti? Bleiben noch 5 übrig, ne? Nee, Quatsch. 1, 2, 3, nee, du 3 willst. Keine Wunde. Sagen wir mal so, du bist extrem hart auf den Boden aufgeslammt. Ich würde sagen, das Hocken hat sich echt gelohnt. Du bist zwar jetzt, ich weiß nicht, ob man das sein kann, als deine Rasse grün und blau, vielleicht bist du auch rosa und pink, keine Ahnung, aber du hast ein paar Federn verloren, aber ansonsten. Ein farbenfrohes Spektrum hat es bestimmt gegeben. Er sieht auf jeden Fall schöner und farbenfroher aus als die gerupfte, genau. Bekannte. Okay. So, dritte Runde. Letzter Wille. 23. Da habe ich jetzt eine 7 gewürfelt. Habe ich auch. Eine 7 habe ich im Angebot. Okay. Ich habe es endlich mal geschafft. Ja. Ich habe nur 4. Okay. Alle geschafft? Jo. Naja, dann löst sich jetzt auch die Dunkelheit auf. Ich nenne Kevin von jetzt an nur noch One Punch Man. Mit einem Mal seht ihr mich da stehen, wie ich in eine vollkommen andere Richtung gucke, als mein Schwert in der Spinne steckt. Angeber. Angeber. Direkt so ein Stich zu diesem Augen. Naja, du stehst jetzt tatsächlich ziemlich direkt vor dieser Flamme. Ich bin noch dran. Hm? Wie, du bist noch dran? Ich bin noch dran. Ich bin der Letzte in dieser Runde, der noch eine Aktion hat. Und ich würde sie und darauf was willst du tun? Verwetten, dass ich dieses geflügelte Wesen schon wieder befreie. Ums, danke. Und dreh sie bitte in die richtige Richtung. Das heißt, wenn sie panisch noch weiter rennt, dass sie nicht gleich wieder im nächsten Netz landet. Aber wir merken, Fliegen und Spinnennetze ist dumm. Oh! Oh! Der W12 explodiert. Oh. Hallo, lass bitte das Geflügel ganz. 22. Auf was? Stärke, um sie zu befreien. Oh, ja, ja. Ja, ja. Hallo, Katze. Möchtest du noch dagegen würfeln? Willst du es wirklich? Ach ja, bitte. 23. Edge. Ah ja, ich habe eine 5. Siehst du. Also. Ich tranchiere mal das Hühnchen. Ja. Danke. Herr Elb, es wird plötzlich Licht. Yay. Ich sehe wieder was. Also, ja, was sehen wir? Irgendwo sehen wir einen großen Steingolem, der gerade ein Hühnchen pflückt, zerrupft oder befreit. Der andere geflügelt liegt irgendwo am Rand, am Boden, mit furchtbaren Kopfschmerzen.
Jana hat bemerkt, wie er zu Boden ging und versteht die Welt nicht mehr. Der Elb steht irgendwo im Nichts, geistesabwesend. Ja, und das Schwert von einem gewissen Herrn Magier steckt in irgendetwas sehr großem, haarigem, schwarzem, unappetitlichem. Was irgendwie so seine Beine so ineinander. Sieht jetzt aus wie eine Rose von Jericho. Trocken. Konnte er gar nichts für. Konnte er gar nichts für, genau. tatsächlich ist durch die ganzen Aktionen. Meister, du oder ich? Roms deutet auf die Leflamme. Ja, du natürlich, du dumm Kiesel. Wie soll ich das denn anfassen? Ich verbrenne mir doch sofort die Finger. Gut. Großteil des Netzes ist auch schon in sich kollabiert durch die gute Arbeit von Yada und unserem Flügelman. Ja, ich würde mich dann halt Richtung Flamme bewegen. Ja, klar. Ja. War Jonas dann in dem Fall mein Wingman, ja? Sprichwörtlich. Ich würde es sagen, tut mir leid, ich wollte ihn unterdrücken, es ging nicht. Das ist okay, jeder schlechte Wortwitz muss gemacht. Genau. Bevor der Wortwitz stirbt, muss er gemacht werden. Gut, ich würde diese Flamme tatsächlich annehmen. Also versuchen aufzuheben. Wie willst du das machen? Ich weiß nicht, beschreib sie mir. Gibt's ein Gefäß? Sie ist in einer Art, ja, wie in einer Art Brunnen. Eine Art Brunnen. Nimm doch einfach den ganzen Brunnen mit. Ich habe kurz drüber nachgedacht, ja. Ja, überdimensionales Gefäß könnte man auch sagen. Aber im Endeffekt sieht es halt aus wie ein Brunnen. So wie du halt sagen würdest, dass aus dem Brunnen halt ein Wasser, also ein Springbrunnen rauskommt, kommt halt diese Flamme da raus. Okay. Das war Wie überdimensional? Wie überdimensional? Sprich, kann ich diesen Brunnen tatsächlich mitnehmen? Roms ja, wir nicht. Kennst du Erschöpfung? Ja, kenne ich. Dann sag ich mal nein. Ich kann vielleicht Stein erschöpft sein. Hab ich mich auch gerade gefragt. Dann wird er Mühe bei uns zerbröselt. Ich wollte gerade sagen, Stressrisse, ja. Ja, sozusagen. Genau. Hallo, Schmusi. Gibt es da vielleicht einen Eimer, wo man den vielleicht rein umfüllen kann, das Feuer? Guck mal hier vorne auf dem Bildschirm. Und jetzt. Genau die richtige Taste erwischt. Genau. Nein. Ihr könnt euch ja mal in den versteinerten Gebäuden umschauen. Ja, so sollte das kommuniziert werden, dass man nach einem Eimer sucht, dann wird sich Jana dem anschließen. Jo. Ihr findet tatsächlich etwas, dessen Bedeutung euch nicht so ganz bewusst ist, aber sieht halt aus wie eine Gießkanne. Ja, dann würde ich das Feuer da mal einfüllen. Das Einfüllen ist nicht so. Das springt tatsächlich vorne an die Spitze. Oh, ein Öllämpchen. Er hat gesagt Gießkanne, nicht Öllämpchen. Ich habe gesagt, es sieht aus wie eine Gießkanne. Okay. Ich stelle mir da gerade so diese
0815, jeder hat die Plastikgießkanne vor. Ja, genau, das haben wir auch vorgestellt. Mit der Tülle da oben drauf. Ja, können wir das dann bitte auch über den blöden Oger gießen, über den Doppelkopf-Oger? Oder in was das war? In Schwedisch-Blau. Ja, genau. Ach ja, schön. Ja, ihr habt jetzt sozusagen es geschafft, ein elementares Feuer zu bändigen. Feuer to go. Genau, Feuer to go. Das klang nach dem, was uns ursprünglich mal aufgetragen worden ist. Vielleicht sollten wir ja damit zurückkehren und gucken, dass wir diese komischen Dinger hier loswerden. Ja, schauen wir mal, dass wir das Schiff abgepasst kriegen. Ja. Naja, der, ach stimmt, der Spinner. Hätte ich ja fast vergessen. Roms nimmt Wasser. Also ich vermute mal, mittlerweile ist er wieder aus Stein und ich sehe wieder aus wie vorher. Ja. Ihr werdet es kaum glauben. Runde noch drei Runden dafür, also von daher ja. Ja, weiß ich. Habe ich getrackt. Ja, wie gesagt, ihr werdet es kaum glauben. Aber die Rückreise verläuft relativ schmerzfrei. Oh, wow. Kann man einen Hund pflegen und hegen? Was willst du tun? Naja, in der Hoffnung, dass die so zuheilen. Du weißt ja, eine Wunde, glaube ich, pro Woche, ne? Yep. Nein. Eine Genesungsprobe pro Woche. Woche, ja. Du könntest es nicht mal versuchen, bis du da bist. Okay. Dann habe ich halt meine Wunden. Aber du schonst dich. Genau. Wie gesagt, der Kapitän eures Sandgleiters ist extremst erstaunt, euch überhaupt wieder zu sehen. Ich hab's dir gesagt, Kollege. Ich würde wieder eine Treppe hoch aufs Deck bilden. Okay. Augenscheinlich sind die Bugsegel auch geflickt worden. Ach, Feuer dabei. Meinst du die, in die ein gewisser Herr, dessen Name nicht genannt werden möchte, Löcher reingeschossen hat? Ja. Ja. Nicht von wem ihr sprecht. Wir brauchen hier keine Namen zu nennen, aber es war einer der Elfen unter uns. Ich wollte gerade schon sagen, ich will ja keine Namen nennen, aber jemand hat den Lukas gemacht. Ja, und ihr kommt tatsächlich dann in der Hauptstadt, dessen Name wir nicht kennen. Tatsächlich an und auch mit größter Ehrfurcht wird die ganze Zeit dieses, tragbare Feuer. Dieses tragbare. Diese Gießkanne. Ich stelle mir gerade so vor, wie wir gleich hier vor diesem Oger stehen, einfach so Feuerzeug. Ja, wie gesagt, man führt euch auch, oder beziehungsweise, ja, ihr geht, nehme ich mal an, in Richtung des Palastes. Mhm. Korrekt. Ja, dann bringt euch auch tatsächlich zu den beiden. Wie hätte ich sie genannt? Rox und, ach egal. Rox habe ich mir gemerkt. Rox und ach egal. Du hast Schokul. Gesagt, wir brauchen uns das nicht zu merken. Rox und Schokul. Genau, Schogul, richtig. Rox und Schogul, siehst du? Streber, du hast ja mitgeschrieben. Ich hab's mir aufgeschrieben. Oh. Na, da sind sie ja. Man glaubt es kaum. Wie war eure Reise? Ich hoffe, angenehm. Äußerst angenehm. War etwas warm, aber sonst die Schiffsreise war angenehm. Und, wart ihr erfolgreich? Nee, sonst wären wir ja nicht wieder hier. Und dann überreicht mir doch bitte das Feuer. Erst Ring weg.
Also er schnippt erstmal so nach irgendeinem seiner Bediensteten, ebenfalls mit so einem Ring, der auf euch zugehechtet kommt, so. Und so. Wie? Wir waren so intelligent und haben das... Ich würde ihn wegblocken. Das Fass mitgenommen. Mit dem Wasser. Ja. Ja, aber das ist damit. Ja, das haben wir mitgenommen. Ja, und? Ja. Das steht auch neben euch. Ja. Na gut. Ihr habt uns einen sehr großen Dienst erwiesen und aus diesem Grund sagen wir, die Bindung sei aufgehoben. Er schnippt und es entwirrt sich eine rote Kette aus euren Halsbändern. Also die sind jetzt weg, ja? Nein, die Bindung ist aufgehoben. Nur die Bindung. Nur die Bindung ist aufgehoben, aber das goldene Ding ist noch da. Mhm. Was ist mit dem Rest? Sagen wir, ihr habt eine sehr gute Arbeit geleistet. Legt am besten das Feuer dort auf den Tisch. Schnips, ein Tisch. Ich habe eine andere Idee. Wie wär's, ihr haltet euch an euer Wort und macht diese furchtbar dekorativen, aber leider sehr, sehr schweren Goldringe von unseren Hälsen ab. Und dann bekommt ihr auch euer Feuer. Ansonsten hätten wir... Bruder, hier haben wir so etwas gesagt? Ein wunderschönes Fass Wasser. Ja, und? Wie weit werdet ihr kommen? Ich würde sagen, die Ringe halten vielleicht noch drei, nein, sagen wir zwei Tage. Ciao. Da könnt ihr mit eurem Fass Wasser nicht viel anfangen. Dann nehmen wir das Feuer halt wieder mit, wenn ihr es nicht haben wollt. Dann kriegt ihr es in zwei Tagen. Wenn die Ringe weg sind. Ihr wisst, was passiert, wenn die Ringe aufhören. Dann hören wir auch auf, aber dann werdet ihr das Feuer trotzdem nicht finden. Dann werde ich halt die nächste Gruppe schicken müssen. Es wäre so einfach. Ihr stellt es dorthin und die Ringe sind weg. Ich halte üblicherweise mein Wort. Ich habe nichts davon, euch zu betrügen. Das ist wahr. Endlich mal ein wahres Wort, das ihr spricht. Dann würde ich mal so eine Armbewegung machen, dass der liebe Herr Kieselstein mal die Flamme da auf den Tisch kippen soll und dann schauen wir mal, was passiert. Ach, ich habe die Flamme? Ja. Bin ich jetzt mal von ausgegangen. Du läufst so mit einem Arm Fass und einem Lämpchen rum. Soll ich wirklich? Die Katze sagt ja. Naja, und selbst wenn es nicht tut, dann können wir ja immer noch. Dann haben wir immer noch drei Tage Zeit. Hier ist Feuer. Und ich breche die Tülle von dieser Gießkanne ab. So. Und entlasse also quasi die Flamme. Okay. Oh, nicht eingefangenes elementares Feuer. Wütet durch den Palast. Auftrag erfüllt. Naja, ein bisschen ungeschickt, euer Freund. Also ich es wird gesagt, noch ein paar Mal auf den Tisch gießen. Ja, ja, alles gut. Es wird noch ein paar Mal in die Hände geklatscht und geschnipst. Eure Ringe fallen tatsächlich ab. Und dieses
angenehme zerbrochene Gefäß wird einfach wieder zusammengesetzt. Woraufhin sich das Feuer auch wieder schön darauf platziert. Seht ihr, fühlt euch frei in meiner Stadt zu machen, was ihr wollt, und falls ihr meint, irgendwo anders euer Glück zu suchen, von mir aus. Ihr dürft gehen. Das Wort ist nicht mal ausgesprochen und ich bin schon aus dem Palast verschwunden. Ja. Kurz hinterher. Ich stelle mir jetzt gerade so eine Abflugsequenz aus irgendwie so einem Weltraumabenteuer vor. Ja. Ja, genau. Wenn die Tür nicht schnell genug aufkriegen, sind die offen. Ja, es gibt keine Tür. Genau. So ziemlich in dem Moment, wo der Ring verschwunden war, war ich auch schon zur Tür raus. Okay. Wahrscheinlich sind alle ganz schnell weg, außer Galeane, die muss langsam gehen. Selbst dann hat die Ring so hinterher. Wartet auf mich. Ich komme auch. Genau, alle weg und sie hinkt hinterher. Wartet. Ich bin nicht so schnell. Was ist los? Naja, so haben wir jetzt sozusagen den, ich guck mal gerade so auf die Uhr, den One-Dreiviertel-Shot. Ja, genau. Wieso? War doch ein One-Shot. One-Shot Erzählung, One-Shot Kampf, genau. Alles läuft. Super. Ich hoffe, euch da draußen hat's gefallen. Oh. I hope so too. Zumindestens. Ja, auf jeden Fall. Das war eine sehr witzige Kombination. War nur ein bisschen schade, dass ich Roms nicht wirklich ausspielen konnte. Was musst du mir das Ding vor der Nase plätten? Ja, Entschuldigung, ich habe auch nicht damit gerechnet. Das ist ja schon gelogen. Wie hat es schon gesagt? Eine fiese Gesichtsschmelzung. Genau. Fies, dreckige Gesichtsschmelzung, ja. Wer rechnet denn auch damit, dass es nur einen Gegner gibt? Ja. Schade, das kommt übrigens nicht von mir, das kommt von Barlow. Da kann ich keinen Credit für nehmen. Okay. Schade. Ich bin eigentlich irgendwie die ganze Zeit davon ausgegangen, dass da irgendwie noch so eine scheiß Brut auftaucht. Tja. Und dann kommt das Ding auf einmal mit finsteren Sphären und ich dachte mir so, okay. Tja. Ja, war ganz witzig. Hey, das Ding konnte nichts. Ich hätte so gerne mal meine W12, W10 plus 4 Schaden gemacht. Wenn sonst nichts ist. Aber ich fand schon mal gut. Ah, ich habe eine Peilung. Tja. Aber der Kevin war näher dran. Ja. Ist halt so. Ich hätte gehofft, ich könnte ihm noch nicht so eine gute Vorarbeit geleistet mit den drei Wunden. Ja. Das muss man ja jetzt hier auch mal deutlich sagen. Ja. Ja gut, aber die drei Wunden hatte sie hinterher nicht mehr. Tja. Also, mein Charakter konnte nur kämpfen und 4 Zaubersprüche. Mehr kann er nicht. Das reicht doch. Ja. Ja. Also, ich glaub mal, einer konnte nicht kämpfen, aber dafür hatte er weiß nicht wie viele Zaubersprüche. Ja, von den 4 Zaubersprüchen habe ich 3 verwendet. Tja. Ja, ich habe von meinen wie vielen? 2, 4, 6, 8, 9 Sprüche habe ich, glaube ich, 2 verwendet. Was? 9 Sprüche? Ja, ich habe komplett Magier aufgebaut. Gut. Also ich kann abwehren, Geschoss, Waffe verbessern und Eigenschaften erhöhen, senken. Ja, ich konnte 5. Elementares beschwören, Heilung, Furcht, Flächenschaden, Geschoss, Strahl, Telekinese und Verbündete beschwören. Ich meine, ich finde es ja relativ nett. Hättet ihr es geschafft, das Netz weiter zu zertrümmern. Sie konnte sich nur auf Feuer bewegen. Sie heilt durch Feuer. Oh, dann wäre sie auf mich gesprungen. Ja, es wäre ja, ja, wie gesagt, du wärst total lustig gewesen. Tja. War also nicht die dümmste Idee, immerhin. Und ansonsten hatte sie nur die Dunkelheit als Schutz. Alles andere war, naja gut, dass sie mit dem Spinnennetz also Netzschießen ist ja eine richtig ätzende Sache. Ja. Leck mir am Arsch. Nur so ein bisschen. Ich hätte ja eigentlich auch Eigenschaft senken auf die Spinne machen können. Pack die mal schön in den Stein ein, dass sie sich nicht mehr bewegen kann. Ja. Wie gesagt, wäre die auf den Boden gekommen, hätte die Wunden bekommen. Da oben in dem Netz drinne.
mal eben einen gepackten Stein, dann kommt das Ding da runtergekracht. Raubum! Eigentlich stand da ja, man sollte, also so ein wäre wirklich eine Brut. So 1W6 Spinnen oder was weiß ich. Mhm. Oh, ich hab mir gedacht, ey Leute, das kann ich nie bringen. Ein reicht. Nicht für einen One-Shot, ja, das ist richtig. Ein reicht. Und die war ja jetzt auch noch ein bisschen gepimpt. Also die Werte sind zwar genommen, aber ansonsten war sie gepimpt. Ja. Ja. Und was mir an dem neuen Regelwerk gefällt, mit neue Mächte, braucht nicht eine neue Macht, oder ich kann mir nur nicht nur eine neue Macht aussuchen, ich kann mir zwei neue Mächte aussuchen. Mhm. Meinst du? Also, einige Sachen schön. Schaden wiederholen, ja. Karten neu kaufen. Ja. Also das neue Regelwerk hat mir bei der Erstellung unheimlich viel Spaß gemacht. Als ich das dann so gelesen habe, so, ach, neue Nachtpunkte, ja, okay. Halt bei Anfänger, bei Vorgeschrittene, das ist schön, kannst du da jedes Mal dann neu nehmen. Und dann halt die neuen Mächte. Ey, neue Mächte, ich kann mir zwei nehmen? Geil! Vor allen Dingen dadurch, dass du Bennys jetzt vielseitiger einsetzen kannst im Kampf, wird das alles auch ein bisschen dynamischer, finde ich. Ja. Weil sonst hortest du die Dinger nur, weil du die eigentlich nur brauchst, um mal ein Snake Eyes wegzuwürfeln. Was oder du jetzt nicht mehr kannst. Genau, oder um halt Wunden wegzuballern und sonst nutzt du die nicht. So, jetzt kannst du wenigstens sagen, okay, ich regeneriere Machtpunkte damit, ich hole mir noch eine andere Karte, wenn ich gerade eine super Idee habe im Kampf, die ich vielleicht früher einbringen will. Oder du kannst ja auch in gewisser Art und Weise die Geschichte damit beeinflussen. Was ich gerade gemacht habe, die mir damit meine Wunden, weil ich wäre tot gewesen. Na gut, aber dich hat's ja, also ganz ernsthaft, dich hat's ja dreimal vom Himmel geholt und hast es einfach nicht begriffen, ne? Keine Flieger. Es ist halt so, dass man nicht irgendwie einen bestimmten Spieler immer als Spielleiter auf dem Kicker hat, sondern es liegt halt an den Würfeln. Tja, Schicksal. Aber du tatest mir so leid. Ich habe eine 3, ich gebe einen Benny aus. Scheiße, Snake Eyes. Und ich so, ich hatte eine 2. Ja. Tja, Schicksal. Das war... Mal gewinnt man, mal verliert man und mal fällt man auf die Fresse. Ja. Passiert einfach. Wenn es auch 6 Meter Höhe ist. Oder 8. Richtig. Aber da könnte man tatsächlich bei denen nochmal im Forum nachgucken, ob das so gewollt ist. Was? Dass wenn du einen Benny einsetzt und dann Snake Eyes hast, das Snake Eyes gilt. Oder ob die dann immer noch auf dem der bessere Wurf zählt Trip sind. Das könnte man ja nachgucken. Ich meine aber, ein Snake Eye ist ein Snake Eye. Du musst ihn nehmen, selbst wenn du einen Benny dafür ausgegeben hast. Du kannst nämlich so lange Bennys ausgeben, wie du willst, bis du einen Snake Eye hast. Eigenschaftsprobe wiederholen. Bennys gewähren einem Helden eine Wiederholung für eine beliebige Eigenschaft und du kannst das bessere der beiden Gesamtergebnisse verwenden. Die einzige Ausnahme ist ein kritischer Fehlschlag, der den Alles Versuch klar. beendet und akzeptiert werden muss. Alles klar, gut. Das ist der Preis, den man zahlt, den man, wenn man das Schicksal herausfordert. Wenn man das Schicksal herausfordert. Damit braucht man nicht mal im Forum nachzugucken. Und Jonas mit dem ich klatsch mal unter den Ast war jetzt auch hübsch. Und man sah nur diesen Federbusch. Batsch! Wie war das bei Shrek? War das doch so irgendwie so pff und Federn, ne? Ja. Nee, da sind doch die Viecher explodiert, weil sie gesungen hat, oder? Ja, oder sowas, genau. Tja. Also, hat Spaß gehabt. Finde ich gut. Hoffe ich. Ja. Wenn ihr als Zuschauer auch Spaß hattet, lasst uns einen Kommentar da. Gut. Angesichts der Uhrzeit. Mit Tremulus das nächste Mal dabei, ne? Genau. Ja. Nächste Woche gibt es dann Tremulus, ist auch für 2 Wochen erstmal angesetzt. Nächste und übernächste Woche. Und danach gibt es Borderlands, Savage Borderlands. Das ist korrekt. Da freue ich mir ja schon total drauf. Tremulus mach ich hier und der Kevin macht Borderlands.
Ich habe auch schon eine ganze Menge geschrieben dafür. Und da müssen wir auch eigentlich mal so langsam wieder und ein bisschen nach Triest, sind wir, ne? Wieder in Triest, genau. Drei Seiten. Also nach Borderlands verabschieden wir uns quasi wieder von Lukas und Jonas. Und holen dann den Asradamus wieder dazu. Genau. Aber mal so, was haltet ihr davon, wenn wir immer mal wieder zwischendurch One-Shots einstreuen? Fände ich nicht verkehrt. Hätte ich nichts dagegen. Ich auch nicht. Ja, zumal man da immer mal vielleicht auch variabel einer nicht dabei sein kann oder so. Natürlich. Gut. Wollen wir jetzt noch die Tremulus-Sachen machen? Oder nicht? Wie lange würde das denn dauern? Also, jeder sucht sich Charakter aus und dann hast du 10 Minuten? Allerhöchstens. Ja, dann machen wir das noch eben fix. Das ist nämlich unglaublich viel. Sollen wir das dann noch online machen oder? Das können wir tatsächlich auch offline machen. Super. Und erklären dann beim nächsten Mal. Wir können das aber auch am Anfang von Tremulus machen, das ist mir egal. Ich würde es jetzt machen. Ich habe einen Mittagsschlaf gehalten. Ja, ich muss jetzt aber Feierabend machen. Ich muss um 5:30 wieder raus. Ich muss nämlich auch eigentlich relativ zeitig wieder weg. Dann lass ich das heute. Ja. Irgendwas Wichtiges, sonst verabschieden wir uns jetzt. Ich mache offline. Online. Okay. Nee, können wir gleich machen. Okay, dann ist verabschiedet sich der Stefan da oben. Danke, dass ich euer Spielleiter sein durfte. Die Steffi. Tschüss. Die Minara. Tschüss. Der Lukas. Moment, da. Wiedersehen. Der Jonas. Auf Wiedersehen bis zur nächsten Woche. Und Kevin. Guten Tag. Unser One-Punch-Man. Und, der One-Punch. One-Punch-Man. One-Punch-Kevin. Dann bis nächste Woche bei Tremulus Cthulhu-Horror.